Herzlich willkommen zur 86. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Wie immer im Studio unser Alexander, zugeschaltet über das www, und meine Wenigkeit, der Clemens. Hallo. Mhm. So schnell kann es gehen, wir melden uns zurück. Es sind noch nicht einmal 2 Wochen ins Land gezogen. Trotzdem haben wir wieder so viele Themen, dass ich mir gedacht habe, mach mir jetzt schnell eine Sendung, dann wird diese möglicherweise kürzer. Wir warten noch eine Woche, dann haben wir wieder etwas Richtung 4 Stunden. Danke, Alex. Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass sie kürzer wird. Danke, Alexander. Schön. Mhm. Gut. Na, so viel dazu. Also ich habe jetzt eigentlich kein großartiges Vorgeplänkel. Außer dir fällt noch was ein, irgendwas, was erwähnenswert wäre. War die Woche irgendwas Erwähnenswertes? Na, eigentlich war da nichts, außer die Woche war Feiertag. Genau, da war was, ja. Da war irgendwas, was weiß ich zwar nicht, aber es war irgendwas. Und sonst war da eigentlich wirklich nichts. Ereignislos, diese Welt. Ja, ich meine, passieren tut schon was in der Welt, aber... Ja, mehr wie genug, ja. Leider. Aber jetzt nicht, Ja, ich sag, starten wir einfach, oder? Probieren wir es einmal, vielleicht kommt ja dann was vielleicht raus. Vielleicht gibt es heute noch was gescheit. Man wird halt merken, ich bin leicht müde. Also wie jedes Mal. Eigentlich wie immer, ja, stimmt, korrekt, ja. Das machen die Kinder und das Alter. Vor allem das Alter. Und ja, das liegt daran, weil du zu spät ins Bett gehst, nicht mehr. Es liegt eher daran, dass ich zu früh aufstehe. Dann musst du früher ins Bett gehen. No shit, Sherlock. Richtig. Schaffe ich leider auch nicht, ja. Ist ja, ja, der Klassiker. Klassiker. Gut. Ja, legen wir los. Greifen wir gleich ein Thema auf, was da Alex in einer Sendung einmal gehabt hat vor kurzem. Da hat er nämlich den Rabbit Air 1, glaube ich, hat er Kassen vorgestellt. Und es hat sich jetzt in den letzten Wochen immer ein bisschen mehr außerkristallisiert, dass dieses Ding irgendwie weird ist. Ich habe dem Alex einmal vor einigen Wochen mal einen Link zu einem GitHub-Repository geschickt, wo jemand einmal sich den kompletten Code von diesem Rabbit Air 1 einmal runtergeholt hat und schon einmal grundsätzlich herausgefunden hat, dass das Teil on-device sehr wenig Intelligenz hat, was zu erwarten war, und dass dieses Teil quasi auch nicht sonderlich sicher seine Anfragen, seine KI-Anfragen. Alexander, man sieht die nicht so gut in der Kamera. Okay. Ja. Wieder zurücksendet an irgendeinen Server. Jetzt haben sich andere noch mehr mit dem Gerät beschäftigt und es stellt sich heraus, dass es im Endeffekt nur eine einzelne App ist, die eigentlich extrahierbar ist und auf jedem beliebigen Smartphone funktionieren könnte. Im Grunde ist es jetzt ein $300 teures Gadget. Oder $200 teures Gadget, das nette, lustige Sachen machen kann. Aber es ist aber, ja, überhaupt nicht ausgereift. Aber nicht sinnvoll telefonieren kann. Es ist eine Android-App, die eigentlich auf einem Android-Smartphone laufen könnte. Eigentlich hätten sie es als App präsentieren können. Haben sie jetzt da in dem mehr oder weniger von der Bedienung her doch sehr merkwürdigen Bedienkonzept in so ein merkwürdiges Gehäuse gepackt und um $200 verkauft. Nichts, was auch nicht mit einem Mid- oder Low-Budget-Android-Phone möglich gewesen wäre.
stellt sich halt die Frage, ja. Weißt du, was ich mir einfach denke? Das ist so, wenn sie das Gerät, wenn sie das wirklich vernünftig gemacht hätten und gesagt hätten, okay, das ist wirklich noch im, nennen wir es Alpha-Stadium. Dass sie gesagt hätten, das ist ein Prototyp, der einfach, du kannst ihn kaufen wie ein Early Access, aber es ist einfach ein absoluter Prototyp. Im Dann Endeffekt wäre das. ist es ein Prototyp, ja. Dann wäre das ehrlich gewesen. Hätte wahrscheinlich auch den Hype nicht wirklich was abgetan. Aber es ist ja so, es sind ja, wenn du so die Testberichte davon anschaust, es sind ja viele Dinge relativ unlogisch gemacht. Zum Beispiel, du wärst ja gezwungen, dieses Scrollrad zu verwenden, anstatt im Touchscreen, der ja drinnen ist. Und so ein paar Sachen, und ja, wie du ja gesagt hast, es kann da nicht wirklich viel. Und das ist halt so wie wie Humane Pin oder wie das Zeug da immer heißt. Ja, es läuft so quasi in die gleiche Richtung. Das ist Das ist halt Barts, ja, unnötige Gadgets. fass mal zusammen, nettes Spielzeug, das halt nicht wirklich marktreif ist. Und vor allem, dass dir dein Leben nicht leichter macht. Na eben, das ist es ja. Also es Beworben ist. wurden beide Sachen als etwas, was dir deinen Alltag erleichtert. Das Rabbit-Ding wäre ja insofern cool gewesen und auch der Bin wäre insofern cool gewesen, wenn es wirklich das halten könnte, was beworben wurde, sondern dass man wirklich rein mit Sprachbefehlen dem Ding sagen kann, und jetzt machst du mal da einen Kalendereintrag und wie weit würden das dauern, wenn ich da am Donnerstag in das Restaurant fahre zu essen und so weiter. Aber es ist ja doch alles noch komplett am Anfang und bei dem Teil ist es ja auch so. Die Akkulaufzeit, das haltet kein Tag. Das ist der Sleep, Das stimmt ja. das Display ist im Prinzip, das OLED ist im Prinzip always on. Der Hase am Bildschirm macht eigentlich immer irgendwas. Es funkt die Ich ganze meine, Zeit. das muss sein, ich meine, eine positive Sache vorweg. Sie haben es ja ganz nett gemacht, wenn man sich das so anschaut, die Animationen und das ist ja alles super nett Ist ja gemacht. nett, Ja, das können aber das amerikanische ist halt. Entwickler ja gut, die können ja etwas schön machen, aber es ist halt, schön machen ist das eine, das ist jetzt nicht nur amerikanische Entwickler, schön machen ist das eine, aber Funktionalität ist das andere. Das ist, Richtig, es kann halt im Verhältnis nichts. ja, eben. Und für 200 Euro hast du quasi einen Smartphone-Prozessor mit einem Mini-Display. Und ein Android drauf, das du aber nicht wie ein komplettes funktionales Android nutzen kannst. Mit Also, einer App, die aber in sich dann doch wieder sehr eingeschränkt ist, weil es ja ohnehin always on eine Internetverbindung braucht. man kann es eigentlich ganz simpel zusammenfassen, wenn der. Was kostet derzeit? Ich glaube, das günstigste Motorola-Smartphone kostet 150 Euro. Na, unter. Nein. Nein, ich meine, wo jetzt sagst, das ist halbwegs okay, da hast du jetzt so, wo sagst, das ist nicht kompletter Schrott. Ein Motorola E13 kostet momentan so um die 90 Euro. Okay, ich sage mal, zwischen 90 und 150 Euro kaufst du ein Smartphone. Dann hast du Google Lens über die Kamera, das funktioniert einwandfrei. Das heißt, du kannst alles scannen, was du siehst, und Google sagt dir, was das ist. Genau. Du hast in Google Assistant, mit dem kannst du Kalendereinträge machen, Ja. mit dem kannst du eigentlich alles machen. Und du kannst auch Spotify benutzen. Du kannst auch Routinen anlegen und du kannst da genauso sagen, hey, buch mal Uber. Genau. Du kannst da Das genauso kostet. deine If This Then That App installieren. Ja, genau. Was hier Rabbit Aaron One ja im Endeffekt ja auch nicht wirklich was anderes macht als If This Then That Genau. im Hintergrund. Und du musst sagen, du kannst noch viel mehr mit einem Smartphone machen. Ich meine, klar, das schaut jetzt natürlich nicht so, hat jetzt nicht die schöne Verpackung wie das Gerät, aber im Endeffekt, es ersetzt dein Smartphone nicht. Das war ja nebenbei auch noch ein Versprechen. Ja, eben nicht, ne? Wo man aber auch weiß, das ist immer unrealistisch. Das ist gleich, wenn da jemand erzählt, dein Smartwatch kann ein Smartphone ersetzen. Das wird nicht gehen. Oder das ist Eine ein. Smartwatch ist eine Erweiterung, im besten Fall eine Erweiterung eines Smartphones.
Richtig. Ja, Das ist ungefähr immer. beziehungsweise ein Tracking-Device, aber das komplett einen anderen Verwendungszweck hat. Und das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Eine Smartwatch, eine Apple Watch hat nichts mit einem Smartphone zu tun. Das sind zwei komplett unterschiedliche Genau. Geräte. Ja. Ja. Genau, und das. Ja, ich war ja damals schon skeptisch und ich bin ja nicht überrascht, dass ich doch recht behalten habe. Also es ist der Juicero der Ja, KI. es ist ein Hype-Train. Die haben natürlich das marketingmäßig sehr gut gemacht. Die haben ordentlich den Hype-Train befeuert. Die Tester sind ja anfangs voll drauf abgefahren. Haben nachher im späteren Verlauf doch die einen oder anderen Sachen bemängelt. Und jetzt stellt sich halt aus, es ist nur App. Ich meine, ich finde es halt immer, das ist halt da immer dieses kurzfristige Denken, weil jetzt an, muss man wahrscheinlich sagen, ist die Firma de facto gestorben. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, ob sie gestorben Naja, sind. ich meine. Es haben sich jetzt einige schon einmal ein bisschen Geld, die haben sich schon einmal gut dran bereichert, Naja, weil. aber jetzt, seien wir mal ehrlich, würdest du jetzt, wenn die jetzt sagen, sie bringen jetzt was Neues raus? Glaubst du denn noch mal was? Wie hat das Unternehmen geheißen? Wie haben die geheißen? Die hassen die nicht irgendwas mit Rabbit? Nee, Design, ist Ah, es nicht von die, na, Teenage Engineering hat damit nichts zu tun. Also die haben das nur designed. die haben das nur Ja, designt. Teenage Engineering hat damit überhaupt nichts am Hut. Was haben die dann designt? Die Kiste da. Das Gehäuse. Das Gehäuse, genau. Ach so, Also die okay. Firma hat bei Teenage Engineering nur das Design gekauft. Macht Teenage Engineering eigentlich nachher nur sowas, oder? Teenage Engineering macht eigentlich zum Großteil Audio-Interfaces und Ah, Audiogeräte. okay. Aha, okay. Die haben das quasi nur mal designt. Das ist gar quasi, als ob du eine Anfrage in einer Designfirma stellst. Stimmt, genau so war das, ja. Ja, und. Und zum Beispiel, es fängt ja dort schon an, wenn du die Firma hinter den Rabbit Air One rausfinden willst, das ist ja schon gar nicht. Gar nicht einfach. Na, weil sie es natürlich nirgends Ja, hinschreiben. das sind die typischen USA-Impressum, da die müssen nichts angeben. Aber Rabbit Inc., Montana Avenue in Santa Monica, Kalifornien, ja, okay. Okay. Tja. Ja, bin aber gespannt. Von denen würde ich auf alle Fälle nichts mehr kaufen. Nein, das meine ich damit. Du hast jetzt quasi, du hast deinen Ruf eigentlich ruiniert für ein Gerät, was ja durchaus sagst, okay, es ist ja jetzt nicht, es ist ja mal ein Ansatz da. Was ja theoretisch mal Potenzial gehabt hätte. Ja. Ich meine, und selbst wenn es nur eine App One wäre, in Zukunft wäre es ja egal gewesen. Also ich sage, es würde mir nicht stören, wenn es zu diesen ganzen Large Language Models oder Large Action Models oder wie sie sich alle nennen, wenn es irgendeine Konkurrenz gibt, das schadet ja nicht, weil sonst haben wir ja wieder drei große, Ja. auf die wir alle angewiesen sein. Stimmt. Aber jetzt an, oder es ist gleich mit den Humane Pin, wo sagen muss, das war halt no, das hat man irgendwie halt auch gleich gesehen, okay, wie soll denn das funktionieren? Das haben wir übrigens sehr früh in der Ja, Sendung gehabt, das haben das wir Ding sehr, schon. sehr früh. Ja, wir sind sowieso immer früher als am Puls der Zeit. Genau. Ja. Also, Ja, sind beide. Beide Devices sind eigentlich gestorben, weil nicht langfristig geplant worden ist, was man daraus in Zukunft hätte machen können. Wenn man beide so quasi einmal auf den Markt gehauen hätte und gesagt hat,
Leute, das sind jetzt Prototypen. Ihr habt jetzt Development-Zugang und ihr könnt jetzt uns dabei unterstützen, die Sachen richtig geil zu machen. Das wäre der richtige Das wäre ein Ansatz. guter Ansatz. Genau. Das wäre der Das richtige wäre es Ansatz gewesen. gewesen, ja. Ja, das wäre halt natürlich. Ja, das macht man nicht. Das ist nicht cool genug. Nein, das ist nicht cool genug, ja. Ja, ehrlich, wie sagt man, ehrlich währt am längsten. Ja, und vor allem, wenn man das quasi nur so als Prototyp DevKit auf dem Markt hat, hat man halt natürlich nicht so eine großen Absatzzahlen, wie wenn man das Teil einfach ein paar Influencers zur Verfügung stellt und sagt, jetzt macht's Klar. geile Werbung für uns. Wir wollen jetzt kurzfristig einfach extrem viel Knödel verdienen. Ja, ist schon Ja. klar. Also ich verstehe das ganze Konzept dahinter, nur halt, ja. Es ist, ja. Aber bitte. Sie haben es jetzt mal schwarz auf weiß, dass es nicht hinkaut hat. Ja. Gut, so viel zu diesem blöden Hasen. Kommen wir zu einem anderen Prototypen. Ja, Prototyp. Ich meine, das ist diese Apple Vision Pro wieder einmal. Eigentlich, ich meine, es ist auch gar nicht überraschend, dass sich das Ding relativ gut Verkauft hat zuerst. ja, ich meine, das ist dann ein bisschen Hintergrund. Aber was interessant ist, dass es relativ viele Fortune 100 Companies verwenden, weil sie halt wirklich einfach. Bin mir sicher, dass da viele einfach sehr großes Interesse daran haben, diese Anwendungen der Zukunft drauf auszuprobieren und überlegen, wie kann man diese Technologie in Zukunft halt tatsächlich Auf alle einsetzen. Fälle klar, ja. Also, ich meine, das hat man mit der HoloLens von Microsoft damals schon gesehen. Es hat man mit Google Glasses auch schon gesehen. Ich meine, das war wahrscheinlich einfach noch beides zu früh und nicht ausgereift genug. Definitiv, ja. Wir haben jetzt sicher auch noch, das dauert sicher auch noch Jahre oder vielleicht sogar ein Jahrzehnt, bis da irgendwas passieren wird. Aber ja, es geht schon einmal mehr in die Richtung. Ja, wird halt so das nächste Ding werden, wo man sich drauf einstellen muss. Ich meine, was dann genau damit passiert, ist wieder eine andere Frage. Ich glaube halt nach wie vor, dass das Ding so für die Masse wird es halt einfach ein reines Entertainment-Device sein. Ja, Und definitiv, aber wie beim iPad, es gibt ja beim iPad auch, ich meine, das kommt eh später nochmal, es gibt ja B2B-Anwendungen, die dann durchaus Sinn am iPad machen, aber so, ich glaube einfach, dass die Masse das eher nur zum Konsumieren von Content benutzen wird, in einer speziellen Art. definitiv, definitiv. Aber dafür, um es auszulegen, nur aufs Konsumieren von Content. Und für Spiele ist das Ding halt einfach zu teuer. Im Moment definitiv, Definitiv, ja. weil a Quest 3, die jetzt die nicht so viele coole Gimmicks hat wie das merkwürdige Frontdisplay da der Apple Vision Pro, aber an sich technisch eigentlich auch schon ganz okay dasteht, kostet nun mal ein Achtel oder Siebtel. Ja, eh. Braucht man nicht Von reden. dem her glaube ich, war das der Move vom Zuckerberg da fast ein bisschen schlauer, etwas abgespeckteres mit doch grundsätzlich solider Hardware auf den Markt zu bringen, weil damit erreicht man ein deutlich größeres Publikum. Aber das ist ja nicht der Anspruch von Apple. Aber Ja, das können, das mit können. 3000 Euro für ein Headset kommst du nicht in einen Massenmarkt rein. Aber das glaube ich war auch nicht der Zweck davon im Moment. Das ist eben die Frage. Da haben wir wieder eben das Ding. Apple denkt ja langfristig oder plant zumindest langfristig. Ich sage einfach, die haben halt einmal das absolut Beste, was man derzeit machen kann, am Markt Das gekauft. ist ein Testballon, ja. Ja, und das ist ein Testballon und jetzt wird es halt wie bei der Apple Watch, wird halt sukzessive herausgefunden, wohin sich das entwickelt, weil du gibst ja Developer-Kits dafür. Genau. Und dann wird es, ich glaube, dass dieses komische Front-Display, das wird wahrscheinlich in der nächsten Generation eh schon gestorben sein. Ja.
Weil ich sehe da auch keinen Sinn drin, dass man da wirkt wie ein Roboter. Ja, ich weiß es auch noch nicht, auf was man da genau aussehen will. In einem anderen Podcast hab ich dazu eher so die Vermutung gehört, dass das so quasi jetzt nur mal ein Platzhalter ist. Also, dass man nur die Au also, dass Apple, wenn schon, jetzt schon plant für die Zukunft, eben, dass man die Augen des Trägers dann auch wirklich sieht. Dass das Display momentan jetzt für den ersten Launch einfach nur jetzt einmal quasi das durchsichtige OLED ersetzt, das dann schlussendlich, ja, dass schlussendlich die Brille transparent ist. Okay. So quasi, dass es eher so in die Richtung geht. Und jetzt das Display ist jetzt quasi nur mal das Gimmick, um zu sagen, hey Leute, wenn ihr in der Zukunft unsere Headsets nutzt, man wird dann eure Augen auch immer sehen können. Ich bin gespannt, ob das technisch möglich ist. Ich bezweifle es im Moment. Aber ich lasse mich Wir überraschen. Also. kämen eh später zum iPad. Apple hat jetzt, was Displays angeht, Ja, eh ja. schon den nächsten, geht eh schon den nächsten Schritt. Also von dem her, finde die Idee, dass das jetzt quasi nur mal ein Zwischenschritt ist, eigentlich gar nicht einmal so weit hergeholt. Aber ja, schauen wir mal. Für mich stellt sich die Frage nicht. Und ich spekuliere eigentlich jetzt im Moment voll mit der Quest 3. Also jetzt vor dem Sommer werde ich mir keine mehr kaufen, weil jetzt würde ich doch gern meine Zeit draußen in der Natur verbringen. Geh Aber so ab herauf. Herbst, sobald das Wetter kacke wird und im Winter, wenn wir wieder von meterhohen Schneewänden umgeben sind, dann ist so Quest 3 vielleicht ganz nette Unterhaltung. Von meterhohen Schneewänden. In Zeiten des Klimawandels, genau. Ja, ich meine, ich kann Der da. letzte, der letzte Katastrophenwinter ist, glaube ich, jetzt 4 Jahre her. Also das ist jetzt nicht so, weil da haben wir Meter hohe Schneewände gehabt. Ja, aber für das, dass du das noch wahrscheinlich einmal alle 10 Jahre erlebst. Wir wissen es ja beide, die Wetterextreme werden ja schlimmer. Jetzt haben wir Aber 3 Jahre fast keinen Schnee gehabt und Clemens hat den Keller voll gepreppt. ja, jetzt einmal nicht, aber vor dem Winter werden wir uns sicher wieder etwas eindecken, ja. Für 10 Jahre wird gepreppt. Gut. Ja, ich kann da nach einem Wochenende wahrscheinlich mehr sagen, wie die Meta-Quest ist. Ja, cool. Bin ja. Ja, du bist jetzt nicht so der Typ für sowas, glaube ich. Ich glaube, du Ich wirst wahrscheinlich eh nur sudern. weiß nicht, ob ich suda. Ich schätze halt, dass es im Moment auch relativ schnell fad wird. Das glaube ich eben nicht. Also wenn man die MetaQuest Standalone verwendet, vielleicht. Also, ich bin jetzt auch nicht, ich meine, zum Spielen kann ich das Zeug Sowieso nicht verwenden. sowieso nicht verwenden. Wahrscheinlich, ich sage jetzt mal wahrscheinlich, weil mir wird wahrscheinlich schlecht. Das wird mir nämlich relativ schnell bei diesen VR-Anwendungen. Ja, vielleicht ist es bei der MetaQuest besser jetzt. Deshalb, ich weiß es nicht, ich muss es ausprobieren. Ich bin gespannt, also da die ja prinzipiell so offen ist, dass man damit die quasi an den Windows-PC ansteckt und einfach seine Fenster dann auch vor sich hat, finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Die kann man Das durchaus, möchte ich ja eben, ausprobieren. ja. Das kann man durchaus vorstellen, aber es ist halt trotzdem immer noch nichts, was man einfach länger als 2 Stunden am Kopf hat pro Tag. Das ist auch das Ja. Nächste, ja. Ich meine, das hängt allein schon damit zusammen, dass die Batterie irgendwann leer ist. Ja, wenn man sie am PC ansteckt, kann man sie gleichzeitig mit Strom versorgen. Dann bist du halt wieder so gefesselt. Ein Kabel. Hallo, das ist die moderne Fußfessel, die man sich selber anlegt. Okay. Ah, okay. Das ist die Fußfessel des Kapitalismus. Mehr Bluetooth. Mehr Bluetooth.
Gut. Gut, dann mach einmal weiter. Kurzes Zwischenthema. Ich kann jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil was kann man da großartig dazu sagen? Nee, gar nichts. Das Microsoft greift durch, hat Bethesda jetzt gesagt. Also Microsoft hat vor einigen Jahren Bethesda aufgekauft, also ZeniMax übernommen, zu ZeniMax ge Für eine Schweinekohle. ja, 6,4 Milliarden Euro, das ist jetzt Ich glaube, nur Blizzard war noch teurer. ist keine Kleinigkeit, ja. Also Activision Blizzard war dann noch eine Spur teurer, aber. Also ja, Und bitte. zu dem ganzen Konzerngehabe kehrte jetzt nicht nur Bethesda als Entwicklerstudio, sondern es kennen ja ganz, ganz viele kleine und große und mittlere und echt, es kehren einige Entwicklerstudios dazu. Und Microsoft schließt jetzt vier Studios aus dieser Übernahme, nämlich Arkane Austin, Tango Gameworks, Mighty Doom Studio und Alpha Dog Studios. Gut. Nein, vor allem das Beste war ja, sie haben ja dieses Tango Gameworks, Ja. das Hi-Fi Rush gemacht hat, abgeschlossen. Und danach hat Microsoft selber gesagt, sie möchten eigentlich mehr Spiele wie Hi-Fi Rush haben. Ja, das ist. Weil man denkt, okay, das ist, wie kommt man drauf? Ich verstehe es jetzt zum Beispiel nicht bei die Arkane Studios, also Arkane Austin. Okay, die haben die Dishonored rausgebracht. Okay, solider. Die haben Prey rausgebracht, war echt ein solider Shooter. Die haben Deathloop rausgebracht, das war einmal was Neues wieder. Sie haben leider auch Redfall rausgebracht, das ich ja auch habe, was echt ein kompletter Blödsinn ist, das Spiel. Es ist einfach nur schlecht. Aber Arkane hat prinzipiell solide Titel abgeliefert. Und ich verstehe es nicht. Warum übernimmt man einen Riesenhaufen an Studios Ja für einen gut, es ist Riesenhaufen relativ. an Geld, die eigentlich eh durchwegs Content liefern? Das ist eh wie immer, da geht es eh um die Intellectual Properties von allen. Das ist eh das. Microsoft hat nur wegen den Markenrechte nur die ganzen Studios gekauft. Ich mein, überlegt, das ist natürlich, da ist extrem viel dabei und jetzt haben wir halt einfach sukzessive das alles zusammengekürzt. Und ja, Geld sparen. Na sicher, eh. Also, man, es ist halt traurig, weil im Endeffekt der Gaming, der ganze Gaming-Markt ist ja sowieso schon, es geht ja nur mal ums Geld, das sieht man ja da wirklich. Weil es wird ja sowieso schon fast nichts mehr riskiert bei großen Studios, was Spiele Na, angeht. gar nicht. Also es wird ja nur mal das, was ziemlich sicher funktioniert, wird gemacht. Und so schauen halt da die Spiele dann aus. Ja. Muss man eigentlich Ohren von die großen Fiesen, aber trotzdem Nintendo positiv hervorheben, weil die probieren halt hin und wieder zumindest was Neues. Sei es jetzt, was Ja, die das. Hardware betrifft, und sei es auch, was die Spiele betrifft. Ich meine, das ist eh schon traurig, aber ja, man muss es wirklich so sagen. Es ist aber Es traurig. ist traurig, dass man ausgerechnet Nintendo loben muss. Ich meine, ich muss ja sagen, ich habe mir jetzt ja, das habe ich dir gesagt, ich habe jetzt ja gebraucht, das Switch war geholt, weil ich wollte den zweiten Teil von Zelda spielen. Weil mir der erste gut gefallen hat, den habe ich damals während der Pandemie gespielt. Da habe ich das auch so gemacht, gebraucht, das Switch gekauft, dann wieder verkauft. Ich muss auch sagen, das zweite ist noch besser als das erste und es macht halt super viel Spaß. Es ist super gut gemacht, das lasse ich Nintendo. Das kennen Das sie kennen es richtig richtig gut. gut, ja. Ja, bei den ganzen negativen Geschichten rund um Nintendo. Aber ja, sie kennen auch gute Eben, Sachen machen. und sie riskieren einmal was. Sie, Ja, ey, das ist das ist es da ja. nicht so. Und wenn man jetzt so die großen hernimmt wie EA, Microsoft, Epic, Ubisoft noch. Da kommt ja nur noch Stangenware. Da kämen diese AAA-Titel, die in den letzten Jahren funktioniert haben, die werden halt weiterhin funktionieren. Punkt.
Die werden noch sukzessive ein bisschen eine kleine Evolution, da wieder mal was dazu, da wieder mehr, da wieder das Feature dazu. Aber so die großen, die richtig großen Gaming-Überraschungen oder sowas, dürfen wir uns jetzt für die großen Studios, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht mehr erwarten. Ich glaube aber, Ja, glaub jetzt. aber auch, dass der Boomerang da ein bisschen zurückgeht. Dass dieses Gebaren, glaube ich, also ich hoffe es zumindest, dass ist dieses Gebaren von den Fans auf Dauer nicht geduldet wird. Du, ich hab da irgendwie, ich weiß nicht, da gibt man fast die Hoffnung aus, wenn du wirklich denkst, für was Spieler Ja. wirklich Geld ausgeben oder auch Spielerinnen in gewisse Titel, Man weil man muss nur denkt, ja. bei Call of Duty oder so FIFA-Titel schauen. Jedes Jahr der gleiche neue Aufguss und trotzdem zahlen die Leute 90 Euro für ein Early Nee, vor allem das Ding Schlimme ist ja dann Package. auch noch, sie kaufen ja auch noch den Online-Schrott, den es ingame gibt, das eh mehr Casino ist als sonst Ja. was. Weil man denkt, dann kauft sich in FIFA, wie heißt das, FIFA Ultimate, kauft sich diese Kartenpackel noch, Ah ja, genau. weil man denkt, ihr gebt es jedes Jahr für den gleichen Spieler, dass ihr den irgendwann da drin kriegst, noch einmal Geld Ja, aus. stimmt, ja. Genau, wo man sich das Superteam dann Ja. zusammen Und würfeln solange kann. sowas funktioniert, ja, ich meine, klar, warum soll EA irgendwas ändern? Na klar. Die lernen leider wirklich alle nur, wenn sie auf die Schnauze fallen. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt Und andererseits, solange ja. sich Call of Duty verkauft, wird Call of Duty gemacht. Ja, auch. Aber ich glaube, das ist eher so eine Sache. Außer Das es sind gibt die, eine ich glaube, das sind die Ausnahme. jungen Spieler, die auf den ganzen Blödsinn die ganze Das Zeit würde ich gar einfallen. nicht einmal so, das würde ich gar nicht einmal sagen. Und es gibt eine Ausnahme, Ubisoft lernt nie. Habe ich schon öfters erwähnt, mit dem letzten Assassin's Creed-Titel muss ich da widersprechen. Ja, aber Skulls and Bones war wieder der Klassiker. Das war so das. Sie haben es probiert, dann haben sie es noch 7 Mal geändert, es ist noch immer Ja, schlecht. okay. Aber Es war das. Die Leute haben sie angebettelt. Macht so Assassin's Creed in Japan. Na, geht nicht. was machen Sie jetzt? Das hat ja dann Ghost of Tsushima Ah damals ja, machen stimmt, müssen. ja genau. Nein, und sie haben ja alles da liegen gehabt und sie schaffen nicht einmal den aufgelegten, jetzt die Überleitung zu FIFA 11 Meter zu verwandeln. Tja. Was soll man dazu noch sagen? Also, ich sag's nochmal, kauft einfach Spiele von Indie-Entwicklern. Ja, und das haben wir die Diskussion haben wir auch gehabt. Was ist ein Indie-Entwickler? Ein Studio mit 500 Angestellten ist kein Indie-Entwickler. Es kommt drauf an. Ja. Das kommt drauf an, wenn er nicht Teil eines großen Publishers ist, ist es für mich ein Ja, Indie-Entwickler. ich bin eher der Gamer, der die Spiele von den kleinen Studios gekauft oder gekauft hat, auch immer schon. Die haben für mich auch immer schon ein bisschen mehr Tiefe und Anspruch gehabt, wenn ich zurückdenke an Gothic, Risen und Elex. Das ist wirklich eine kleine Bude in Deutschland gewesen. Ja. Das waren 20 bis 30, im höchsten Fall 50 Angestellte. Und die haben wunderbare, schöne Spiele gemacht. Das gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, die sind ja schon, die haben geschlossen. Piranha Bytes und jetzt das Ding, was ich jetzt durchgespielt habe, Outer Worlds, das ist ja von den Machern eben, die Fallout New Vegas gemacht haben. Ja. Das ist auch eine vergleichsweise kleine Studie und das Spiel hat einfach so einen Charme gehabt, so einen Humor. Es war einfach so gut durchinszeniert, eben weil nicht, no offense, 20 Bewähler drüber geschaut haben Ja, und du, gesagt haben: Na, es das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, ist. das Weißt du, passt was ja nicht. das Orge ist? Das kommt ja bei diesen großen Studios. Die Idee Wirklich vor. kommt ja nicht einmal so weit, weil die von Anfang an sagen, na, das machen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie gut sich's verkauft. Genau, ja. Das heißt, geht ja da so weit. Du kommst ja nicht einmal, dass das jemals irgendwie, dass da irgendwas einmal jemals probiert oder gezeichnet oder gecodet wird. Das wird ja sofort in die Tonne getreten. Und jetzt momentan habe ich jetzt spiele weiter bei Talos Principle 2, das ist von Crow Team, das ist eine kroatische Bude.
Und die haben ja selber, jetzt muss ich nochmal nachschauen, 42 Angestellte. Das Spiel ist wunderbar. Das hat einen Umfang echt unglaublich. Also, da kann Ubisoft mit 800 Angestellte oder 1000 Angestellte, die am Spiel beteiligt waren, sich brausen gehen. Oder Bethesda, die Spieltiefe, was ein kleines Team liefert, ist einfach besser. Also, ja. Gut, Bethesda hat ja im Grunde auch Spiel. Das passiert ja alles auf dem gleichen. Was? Skyrim und Fallout? Ja, es ist alles das Gleiche. Es ist eh wurscht. Sie verwenden eh für alles das Gleiche. Es ist das Gleiche, immer ein bisschen ein anderes Szenario, aber prinzipiell ist es das Gleiche. Ja, Und vor stimmt, allem, ja. Bethesda ist ja der Weltmeister in große Sachen ankündigen, die noch nie kämen. Ja. Aber stimmt schon, ja. Na, also holt euch die Spiele von den kleinen Studios. Nur weil EA draufsteht, oder na, besonders weil EA oder Ubisoft draufsteht, sollten wir es vielleicht meiden. Das ist ja schon das Nächste. Ja, sie können ja teilweise gute Sachen machen, wenn sie wollen. Ja, sicher. Ich freue mich auch schon auf das Star Wars jetzt auf den Star Wars Role-Playing Game, was Ubisoft außerbringen wird. Ja, ich würde es nicht vorbestellen, weil es Ubisoft Na, ist. werde ich definitiv nicht vorbestellen. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht bei Release kaufen, sondern ein, 2 Monate später, wenn es schon einmal bei Steam um minus 25% zu haben ist. Ja, vor allem wenn die ersten 30 Patches rauskämen, sind die jeweils 100 Gigabyte gehabt haben. Nachher geht es Ja, irgendwann. eben. Das ist ja auch was. Das hat ja das Internet ganz gut ermöglicht. Mittlerweile kann man ja alles nachpatchen. Ja. Also, ja, ich meine, ist okay. Also, ich meine, ich mag Computerspiele nach wie vor gern. Nur halt, der Großteil ist halt einfach mittlerweile super fad. Das ist der Nachteil, wenn man älter wird. Man kennt schon zu viel. Ja, also es ist so das richtige Spiel, was mich jetzt komplett umwirft und vom Hocker haut, auf das warte ich jetzt seit, glaube ich, mittlerweile über 20 Jahren wieder. Ja, du wartest gleich auf Half-Life 3. Half-Life 2 war halt das letzte Spiel, was mich halt wirklich vom Hocker gehaut hat. Ja, du wartest auf Half-Life Ja, 3. Das wahrscheinlich nie kriegen eben, wirst. die Hoffnung habe ich eigentlich schon aufgegeben, aber das ist es ja. Ich hab in den letzten 20 Jahren. Nein, es ist. Half-Life 2 war nicht einmal das, was mich so extremst vom Hocker gehaut hat. Eigentlich ist ursprüngliche Half-Life war es, was mich so extrem vom Hocker gehaut hat. Und im Endeffekt war die seit dieser Zeit, seit 25 Jahren, eigentlich wieder drauf, wieder auf ein Spiel, wo man von Anfang an der Mund offen steht und die mir die ganze Zeit nur noch denkt, wow, hoffentlich hört das Spiel nie auf. Vielleicht ist es das neue GTA. Na, auch das wird es nicht sein. Kann es nicht sein, wird es nicht sein und kann es nicht sein. Na, definitiv nicht. Also ich hab in meinem Leben 3, 4 Spiele gehabt, die mich extremst geprägt haben, beziehungsweise die mich sprachlos gelassen haben. Das war einmal Super Mario 64, also Mario 64 auf Nintendo 64. Das war halt auch wirklich auf seine Art und Weise einmalig damals zu der Zeit. Ich war halt noch jung und klein und dumm. Aber das hat mich extremst begeistert und das auch auf Nintendo 64, das Star Wars Shadows of the Empire, weil es auch so sehr, sehr gut durchinszeniert war, das ganze Spiel. Und es war Half-Life. Punkt. Das Ja, ich meine, Super Mario sind für 4. mich die drei prägendsten Spiele, die mich immer. Ja. Und das Ich ist jetzt meine, ja. 25 Jahre her. Ich meine, das war halt das erste Mal, dass Super Mario halt in der dritten Dimension war. Ja. Ich meine, das kann Aber wahrscheinlich. das war ja wurscht, weil es hatte auf der PlayStation parallel dazu hat es schon Tomb Raider und so weiter gegeben. Das heißt, 3D hat es ja schon gegeben. Das 3D-Spieler hat es ja schon gegeben. Ich habe ja auf dem PC ja damals ja auch schon ganz normal Doom und die ganzen Sachen, die 3D-Spiele, das habe ich ja alles schon gezockt, die 3D-Shooter und Rollenspiele und so weiter, und so, was es halt damals so gegeben hat. Aber
bei Mario war es jetzt nicht nur die Grafik, weil jetzt im Nachhinein, die ist erbärmlich. Das Spiel hat 8 oder 16 Megabyte, also da hat es nicht wirklich Texturen oder irgendwas gegeben. Aber das war das Komplettpaket, was du da gehabt hast, wie du die in der Welt bewegt hast und wie frei du die bewegen hast können. Und Ja, das war das Ganze. Eben und das Movement und alles und wie es erzählt worden ist. Und ja, so war es halt, ja. Und das Shadows of the Empire, das ist quasi gleichzeitig auch für den PC erschienen. Also, das war jetzt eh kein Nintendo 64 Exclusive, aber das hat mir halt damals auch, weil keine Ahnung warum auch immer, aber das sind halt die drei Spiele. Im Endeffekt ist seit 25 Jahren, sind jetzt zwar gute Spiele aus der Cam, ich habe auch sehr viel gute Spiele gespielt. Ah, okay. Eins habe ich vergessen. Eins muss ich noch mit aufnehmen. Fallout 3. Das hat mir auch noch einmal. Aber das ist halt auch schon. Aha. Weil ich habe jetzt einmal nachgeschaut, wie alt Fallout 4 ist. Weißt du, wie alt Fallout 4 ist? Es ist sicher älter. 9 Jahre. Ja, okay. Ja. Das ist hart. Und Fallout 3 ist 2008 erschienen, also im Endeffekt jetzt schon 16 Jahre her. Also, ich bin seit 16 Jahren von keinem Spiel mehr überrascht und begeistert worden. Und ich zocke eh nicht so, also ich zocke jetzt nicht viel, aber jetzt auch nicht so, dass ich einfach nur einmal im Monat einen Computer anschmeiße und das Spiel spiele. Ich zocke eh re regelmäßig. Habe eh einen re relativ großen Spielkatalog und schaue eh immer so, was könnte mich jetzt noch vom Hocker reißen. Aber dieses mit offenem Mund da sitzen und wow, habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ja, gut, das glaube ich, das wird aber zunehmend Okay, schwieriger. und Gothic 3 muss ich auch noch mit aufnehmen. Also, ich habe 5 Spiele. Jetzt passt's. Ich glaube, es wären mehr, aber ja. Na, aber 5 Spiele, die mir wirklich. Ja. Meine, dazu müsstest du schon mal die Metal Gear 1 bis 3 ja dazu nehmen. Na, hat Mini. Die hat Metal Gear nie gefallen. Nee. Eieiei. Aber ich war halt auch nie ein PlayStation-Kind. Ja, Metal Gear ist selbst für das, das ist jetzt abgesehen von der PlayStation, das ist schon, es war schon ein cooles Spielprinzip damals, weil das hat es so auch noch nicht gegeben. Ich war auch nie ein Final Fantasy-Kind, also von dem her. Ja, das, gut, es gibt nur zwei gute Final Fantasy-Teile, das ist 7 und Ich habe die 9. Büchse der Pandora geöffnet gerade. Es ist 7 und 9, alles andere kannst du vergessen. Damit wir uns da gleich ein paar Fans machen. Also ganz speziell, was furchtbar ist, ist 8 und 10. Keine Ahnung, mir hinterlässt es schon relativ sprachlos, dass es da über 10 Teile gibt. Da gibt es 16 Teile. Das macht mich noch sprachloser. Ja, es ist halt JRPG. Das ist, ich glaube, das mag, das liebt schon, das hasse ich. Ich hasse es nicht, ich mag es leider nicht. Ja, das, nein, da gibt es nichts, ich weiß, dass das so halb spielen kannst, glaube ich, das geht nicht. Ich habe es probiert, ich bin mir. Das Konzept gefällt mir einfach nicht. Ist okay, ich würde aber trotzdem das Remake vom 7er würde ich mal ausprobieren. Weil es hat halt ein komplett neues Kampfsystem und das ist ganz cool gemacht. Ich glaube nicht, dass es das Kampfsystem ist. Es ist das Konzept, das alles. Alles. Ja. Leider. Sonst hätte ich 16 Spiele zum Nachspielen. Okay. Na, wie schon gesagt, weil nur du kannst nur 7 und Ich 8, kann 7 nur und 9 8 und spielen. 10 spielen. Ich kann nur Na, 8 8 und und 10 10. spielst du Ich nicht. kann nur 8 und 10. Ich glaube, ich Also. werde jetzt zu Fleiß 8 und 10 spielen. Gut, dann habe ich zumindest was geschafft, weil dann, wenn es 7er spielst, wirst du denken, was habe ich da für einen Schrott gespielt. Okay, jetzt haben wir da das Thema überstrapaziert. Hoffen wir. Nein, jetzt sag mal, was waren denn die Spiele, was die so geflasht haben? Wenn wir schon. Ja, Metal Gear habe ich gesagt. Metal Gear? Dann Anno war cool. Das erste Anno war geil am PC. Also das Anno 1602. Dann Siedler, dann Super Mario war cool zum Segen.
Dann halt so die Klassiker auf der PS1, was weiß ich, von Metal Gear bis. Ich meine, es war ja damals schon Gran Turismo, war ja schon cool auf der PlayStation Ja, 1. aber was waren die Spiele, wo du jetzt rückblickend sagst, die haben das, wo du das erste Mal gestartet hast, bist du nur noch vollkommen baff gewesen? Das war sicher als Final Fantasy VII damals. Dann war es am PC Anno hat mir extrem gut gefallen, das 1602. Siedler, was dann auch, was ich super lang gespielt habe, war Diablo 2. Okay, ja gut, ja. Diablo 2, Warcraft 3 war dann auch so was, wo ich mir gedacht habe, wow. Also das war dann auch super cool. Also da, es gibt aber viel, da kann man viele aufzählen. Ja, aber so richtig. Ich kann's jetzt auf Ich fünf meine, Spiele was dann runterbrechen, wo ich sag, wow. und es ist so, was schon auch richtig geil war, also das war GTA 1 und GTA 2. Ja, geht. Also das waren schon Spiele, wo ich mir echt gedacht habe, wow, das kann man da machen. Ja. Ich meine, obwohl das noch von oben, das hat man ja von oben auf die Autos drauf geschaut. Es war ja ein Pixelhaufen bis zum geht nicht mehr. Ist zwar aber eigentlich eh ganz schön. War dann schöner und das hat halt einfach verflucht viel Spaß gemacht. Ja, die haben mich damals nicht so vom Hocker gerissen, na, weil es einfach nichts. Ich glaube, wir haben Und immer die Spiele vom Hocker gerissen, die für mich eine komplett extrem neue Erfahrung, ein neues Erlebnis waren. was super cool war, das erste Stronghold. Ja, okay. Ja, stimmt. Das erste Stronghold, weil du hast da wirklich eine komplette Burg bauen können. Das hat es vorher nie so gegeben. Und leider sind die ganzen anderen Teile dann schlecht worden. Ja, das werden sehr oft. Also Stronghold, ich glaube, das haben sie mal in einem GameStar-Video schon schön gesagt. Das Problem von Stronghold war, dass sie beim ersten Teil eigentlich alles abgeliefert haben. Und du hast nichts mehr besser machen können. Es war das Problem, was willst du? Da war nichts mehr zum Hinzufügen. Es war einfach schon alles. Es war alles da, es war ausbalanciert, es hat, du hast Burgen bauen können, du hast Türme bauen können, du hast große Schlachten streiten können. Es war alles drin. Ja. Okay, ja. Das war das große Problem. Ja gut. Gut, dann gehen wir weiter, oder? Gehen wir mal weiter. So, Ja, wo es war waren die wir Woche, war Apple Keynote zum iPad. denn? Ja, war halt wieder mal ein Keynote. Ja, also Apple hat halt das iPad Air neu vorgestellt, das iPad Pro. Wie du gesagt hast, im iPad Pro ist jetzt ein neues OLED-Display drinnen. Ein doppeltes OLED. Ist erste seiner Art. Ja, ist super hell, also hat 1600 Nits, hat in M4-Prozessor gekriegt, warum auch immer. Ja, aber es ist ja eh nur der Kleine. Ich habe Nee, nur. ja, es ist, ich hab da schon an so einen merkwürdigen Kommentar auf Golem gelesen. Ja, das ist ein Betrug an allen, die ein MacBook kaufen. Na, wenn du ein MacBook hast, willst du exakt den M4 eh nicht drin haben. Du willst eh einen Pro oder einen Max haben. Den will ich ja nicht haben. Das ist der Einsteiger M4. Das ist der Na, aber Kleine. weißt du, was das Witzige Warum ist? sollten sie da einen Zweier oder einen Dreier eine tun? Das ist die nächste Iteration. Ich verstehe es Ja, nicht. na, ist alles okay. Ich verstehe das alles. Ich hätte ein M4 reingeben. Ja. Nur, meine große Frage ist: Apple hat ja noch keine Software, keine neue vorgestellt das Jahr. Was um Himmels Willen tust du in ein iPad mit einem M4? Aber was um Was Himmels du. Willen hast du davor mit dem M2 und mit dem Na, M1 gemacht? das meine ich damit. Das ist der M1 schon viel zu stark fürs iPad.
Weil was sollst du wirklich da? Du kannst den niemals ausnützen. Das, du, außer du benutzt da wirklich. Final Cut drauf, machst Bildbearbeitung drauf. Aber jetzt, das sind auch so nischige Anwendungen am iPad, würde ich jetzt einmal sagen. Oder du machst Musik drauf, okay. Glaube, es ist gar nicht so nischig, weil sonst hätten sie nicht ein 3000-Euro-Tablet rausgeschmissen, weil Nein, in höchster Konfiguration mit Tastatur kostet das über 3000 Euro. aber jetzt seien wir es ehrlich, um das Geld kaufe ich mir ein MacBook. Es ist komplett ein anderer Anwendungszweck. Ich kann ja nicht einmal multitasken mit dem Ding Ja, gescheit. sicher kannst. Ja, da speibst du ja an. Ja, wieso? Benutzt das einmal drei Wochen. Ja, was ist denn da das Problem? Ist Fenster aufgezogen, du hast alle anderen zur Verfügung. Das Ding ist nicht ausgereift zum produktiv Verwendest du arbeiten. am iPhone Multitasking switcher zwischen die Anwendungen? Das schon, aber das ist ja mühsam hoch 10. Du hast mittlerweile sogar ein rudimentäres Fenstermanagement unter iPadOS. Ja, aber aber das zähle ich nicht. Also das ist ja lächerlich. Das ist ja eine schlechte Notlösung dafür, dass ich kein macOS drauf dann wählen. Ja, also wie gesagt, Anwendungsfall, also für mich ist das eine schlichte Geldfrage. Wenn ich jetzt 3.500 Euro einfach so zum Außenschmeißen hätte, würde ich mir das in der Großausstattung kaufen und ich hätte mal Affinity Photo und Affinity Publisher und Affinity Ja, Designer drauf und aber jetzt ganz ehrlich, was kannst du damit tun, was du jetzt nicht auf deinem Mac tun kannst? gemütlich auf dem Sofa liegen und meine Fotos bearbeiten. Das kann ich mit dem Ja, MacBooker. sicher, aber da liege ich immer so, dass ich mir denke, irgendwann kriege ich wieder einen Bandscheibenvorfall. Naja, das okay, du kannst die anders Ja, hinlegen. eben, ja, um das geht's. Aber ich habe halt, weißt du, ich denke mal so. Ja, das ist cool, was ihr mit dem iPad macht, nur wann schafft es Apple endlich auf der Kiste ein gescheites Betriebssystem drauf zu installieren? Das ist die Frage, ja. Weil, weißt du, das Gerät wäre ja super cool, wenn die wirklich von mir aus nennen, sollen sie es iPadOS nennen. Aber gib es mir endlich die Möglichkeit, dass das ein produktives Betriebssystem sein kann. Weil selbst da, probier mal auf den Käse-Ding da, probier mal eine E-Mail zu machen, wo du ein File reinziehst. Das geht am iPad nicht. Ich meine, klar, du kannst jetzt sagen, ja, du hast in den File-Manager, der am iPad nebenbei auch scheiße ist. Ja, der ist am iPhone genauso scheiße. Der ist am iPhone, der Der ist ist schon am auf Mac. Mac Kacke. Der ist nirgends gut. So, und Ja, jetzt hast auf Mac hat man zumindest noch ein echtes Filesystem, aber auf dem ja, iPad, sagen wir unter unter Anführung. Anführungszeichen. aber da hast du gar nichts. Da Da hast du nichts, kannst du ne? einfach nur. Da kannst du sagen, ja, okay, ich tue es jetzt in die Dropbox und dann ins Mail rein, weil man denkt, ja, super, das macht Spaß. Ja, du hast 10 der iCloud. Nein, der iCloud hat niemand was. Weil das nebenbei das iCloud ist ja, das iCloud Drive ist ja auch schlecht. Also unter Mac und iPhone funktioniert bei mir, das funktioniert es bei mir wunderbar. Schlecht ist es nur unter Windows. Ja, und damit hat sich's eh schon ad absurdum geführt. Ja, ich will es ja eh nicht unter Windows verwenden. Naja, das ist halt nicht die Realität. Weil du wirst irgendwann jemand haben, der von einem Windows-PC drauf zugreifen muss. Na, der soll sich ein MacBook kaufen. Ja, das ist die Logik von Apple, ich weiß, und das denken die ja immer. Kauf einfach ein MacBook, dann ist endlich eine Ruhe. Aber das ist halt einfach nicht die Realität. Kommen wir zum Display. Apple hat da das. Apple hat da etwas gemacht, woran andere auch schon länger arbeiten, nämlich zwei OLED-Displays übereinander stapeln. Ich meine, eins möchte ich dazu sagen, Apple hat das Display sicher nicht gebaut, das hat sicher Samsung oder LG gebaut. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat, wer es schlussendlich gebaut hat, aber Samsung und LG, also das Tandem OLED ist ja jetzt kein Apple Marketing-Name,
Das ist ja der Begriff für Genau. diese Display-Technologie. Und die haben momentan weder Samsung noch OLED, Samsung noch OLED, Samsung noch LG. Also würde ich einmal fast, würde ich jetzt zumindest einmal so annehmen, Apple hat das Teil, hat dran geforscht und irgendwer, ob Samsung oder LG, wird es für sie wohl gefertigt haben. Das wird schon sein. Ist im Endeffekt sind ja nur die zwei, die großen, die. Richtig, weil das kann sonst keiner bauen. Andererseits ist iPad ist jetzt ein Produkt mit einem vergleichsweise geringen Absatz. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein kleinerer Displayhersteller auch gebaut hat. Ein Samsung oder Ja. LG brauchst du nur für die großen, für die Produkte, die du in Massen raushaust. Das ist klar. Und natürlich, du willst ja wenn die Qualität sichergestellt haben, bist, kaufst du mal auch Ja, Samsung oder genau. LED-Panels. Genau. Und das machen sie beim iPad Pro, bin ich mir ziemlich sicher, das riskieren sie nicht. Und da weiß ich jetzt nicht, ob sie da mit Samsung zusammenarbeiten, weil Samsung wie auch LG sind die großen Display-Hersteller, die an dem Tandem OLED genauso arbeiten seit Jahren. Also, das ist ja jetzt, Apple ist halt jetzt in dem Fall der erste Hersteller, der das, oder Hersteller, iPad-Tablet-Hersteller, der das außerbringt. Like kurz dazu, es sind zwei OLED-Displays aufeinander, beide OLEDs. Der Vorteil ist, du brauchst pro Display weniger Energie, aber im Gesamten bieten sie mehr Helligkeit. Genau. Die Ansteuerung der zwei einzelnen Displays ist ein bisschen komplexer und daher hat der M1 ja auch zusätzliche Kerne gekriegt für die GPU-Einheit, die ja das übernehmen muss, weil du tust eigentlich zwei Displays ansteuern und zwar im Sinne von vollkommen parallel. Da bin ich gespannt, weil das werden die ersten Bugs werden, die dann wieder in Software gelöst werden, weil ich bin mir ganz sicher, dass es Ghost-Bilder geben wird. Richtiges Ghosting. Das werden wir sehen. Ich bin auch gespannt. Nochmal, was Mir. Apple damit verhindern will, was auch der Vorteil von zwei einzelnen Displays ist, die einzelnen weniger Energie brauchen, ist Einbrennen. Das wird da in dem Fall wegfallen, was bei OLED ja eigentlich immer noch ein Problem ist. Genau. Genau, hättest du wieder, Entschuldigung. Und Apple hat da ganz was Lustiges, das, was man nicht unbedingt verstehen kann. Sie haben ja ein Nanotexturglas integriert. Das heißt, das Nanotexturglas ist für geringere Spiegelung, also ein mattes Display, wie es früher Früher genannt hat man worden es ist. mattes Display genannt und das war Jetzt heißt es, na, früher war es jetzt heißt es. Standard. So, lustig ist das, wenn du das bei den neuen Modellen haben willst, musst du das 1 TB-Modell mindestens kaufen. Sonst wird es nicht geliefert, sonst ist es nicht auswählbar. Kostet die Hase 130 Euro oder 140. Oh. Das verstehen kann man nicht, warum, aber anscheinend ist Nanotexturglas nur mit 1 TB Speicher lieferbar. Also, das ist eine physikalische Voraussetzung für Nanotexturglas. Warte, 512. Oh, ja, wirklich. Das kann man nicht verstehen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, weil damit kostet, im Speicher lassen sie sich ja ordentlich wieder bezahlen. Von 256 GB auf 1 TB sind es Ja, 800, knapp 300. 800 Euro Unterschied. Na, von 256 auf 1 TB sind es 800 Euro Ach so, Unterschied. auf Antera. Ja, gut, Sind das es kostet 800 Geld, ja. Euro Unterschied. Dann nimmst du das Nanotexturglas. Dann nehme ich eins mit SIM-Karte. SIM-Karte kostet auch 300 Euro auf Nein, das. es gibt keine SIM-Karte mehr, es Ja, gibt nur eine eSIM eSIM. halt, Cellular, also mit verbauten Ja. Modem. Gravur brauche ich keine, aber die war eh kostenlos. Ja, das heißt, dann kannst du nicht mehr gescheit Apple weiterverkaufen, das ist Pencil da ganz mal gut. dazu, weil wegen den 149 Euro war es auch schon wurscht. Genau, nachher kommt noch, dann kommt noch die Die Tastatur brauche ich dazu. nicht, da kaufen wir einen Nachbau von Logitech. Kein Na, geh bitte, Eintausch. das kannst du nicht Und machen. Apple kehrt da mal auch noch hinzu. Dann Das kannst du auch sparen, das ist auch sinnlos. Habe ich jetzt einen Einkaufspreis fürs 11-Zoll-Modell von 2617 Euro. Gut, oder?
Und bestellst gleich? Wie gesagt, wenn es mir absolut leisten könnte und Würde ich es auch nicht würde es kaufen. definitiv kaufen, ja. Na, Weil es also. genau. Ich hätte, ich habe nicht Weißt du, viele warum? Anwendungsfälle, aber doch einige. Weißt du, warum es als Prinzip nicht kaufen wird? Weil ich mir einfach denke, du kannst dir das normale Standard-iPad kaufen und du kannst damit genau das Gleiche machen. Ich sage jetzt, außer Apple legt das Jahr irgendein Software-Upgrade oder Update vor, wo ich sage, iPadOS wird super produktiv. Weil ich wüsste nicht, was du mit dem iPad nicht machen kannst, das du mit dem iPad Pro machen kannst. Im Moment. Na, machen kannst du mit beiden Geräten dasselbe. Also, und wenn du jetzt wirklich die Zielgruppe für ein iPad Pro bist, dann Aber da bist geht es eher um du. die Performance und das iPad Pro ist halt Faktor 10 schneller wahrscheinlich. Ja, ich glaube leider nicht, dass du das jemals merken wirst. Ich schon. Na, ich glaube es einfach nicht. Das iPad ist ja schon teuer. 688 ist normale. Vor allem für das, dass ich mir denke, es bleibt halt, ich meine, für mich ist das, ich habe selber mal eins gehabt, das war das erste iPad Air, das war ganz nett, aber im Endeffekt war das ein Gerät, wo ich Sachen konsumiert habe. Ja, eben, ja. Und ich meine, damals hat es keinen Apple Pencil, das hat es alles nicht gegeben. Und es war da einfach schon, dass ich gesagt habe, was tue ich damit? Ich meine, jetzt eine Sache, wo ich Apple sagen muss, das habe ich cool gefunden. Es gibt ja jetzt eine neue App, die Final Cut Camera heißt. Und jetzt kannst du ja mehrere iPads und iPhones miteinander in der App kombinieren und hast unterschiedliche Kameraansichten. Das finde ich okay, das gebe ich ihnen, das ist cool. Und es kommt ja eine neue Final Cut Version auch für Mac raus jetzt an. Endlich. Ja, also das heißt, das muss ich sein lassen, das ist super gemacht. Also wahrscheinlich für den Bereich würde ein iPad Pro dann auch Sinn machen, wenn du wirklich sagst, du hast sowas. Aber ich weiß halt nicht, wie viele Leute es dann tatsächlich so benutzen, wenn du so professionell arbeitest. Das ist ja jetzt das Nächste. Wenn ich jetzt extrem, wenn ich jetzt Geld in Devices eine Pulver und Film machen will, dann hole ich mir recht nicht 5 iPhones und 5 Ich iPads, meine, um damit. sagen wir mal so, genau, sagen wir mal so, sagen wir mal, der Techtelmechtel-Podcast, wir würden jetzt anfangen, das professioneller aufzuziehen. So, und wir stecken Noch da jetzt Geld rein. professioneller. Richtig, sagen wir mal wirklich, dass wir sagen, okay, jetzt bringen wir das Ganze auf Hollywood-Niveau. Ja. Dann sagen wir einfach, na, realistisch gesprochen, sagen wir, wir würden das jetzt anfangen, ein bisschen professioneller aufzuziehen. Wir könnten uns wahrscheinlich den Spaß gönnen, sagen, okay, wir kaufen uns zwei iPad Pros, kaufen uns ein paar iPhones als Kameras und stellen uns das so auf. Ja, könnten wir machen. Ja. Das war mal ein Invest von einmal am Anfang einmal von knapp 10.000 €. Ja, sagen wir so, das wäre ja relativ günstig dann. Ja, wenn du jetzt bedenkst, wenn du jetzt richtige Kameras kaufen anfängst und das bist schnell teurer. Ja, Aber das so, das Problem ist ja dann, du kaufst ja dann auch diesen Workflow von Apple mit und du bist wahrscheinlich mit nichts anderem kompatibel. das weiß ich nicht. Na, aber jetzt, weil du musst bedenken, du kannst kein Objektiv für ein iPhone kaufen oder ein iPad. Na. Da fängst du ja an. Jetzt natürlich kaufe ich eine Sony-Kamera, habe ich Objektive zur Auswahl. Jetzt ist immer die Frage, okay, brauche ich das, ja oder nein? Aber wenn halt sagst, okay, ich stecke da jetzt 10.000 Euro rein, ja, dann kaufe ich wahrscheinlich gleich eine Sony-Kamera.
Oder mehrere Sony-Kameras. Ich glaube, da kannst du das sogar zwei oder drei kaufen mit jeweils ein oder zwei Objektive. Das kommt drauf an, die Sony-Kameras sind schon auch nicht ganz Ja, günstig. das schon, aber es gibt ja durchaus so Einstiegsmodelle. Man kauft halt nicht unbedingt eine mit Vollformat-Sensor, dann nimmst halt doch eine mit einem APS-C-Sensor. Klar, ich meine, das kann, so kannst du das auch machen, aber du sagst, du kaufst halt nicht am Anfang, was weiß ich, du kaufst halt einmal ein Objektiv, das für mehrere Anwendungsfälle geeignet ist. Ist zwar dann nicht so, ist zwar nicht so gut, aber Ja, ein ja. Zoom-Objektiv statt Festbrennweite, ja, kannst du ja machen, ja. Ich meine, ist jetzt natürlich, braucht man nicht reden, eine Festbrennweite ist besser. Immer. Und sonst, wenn du eins haben willst, das am mehrere Zoomstufen Das, hat und das gut ist, das kostet halt auch aber das ist dementsprechend. ja, das ist ja, das ist in dem Fall ja auch wieder eine komplett andere Frage. Du kannst da Objektive zum Beispiel ja da auch gebraucht kaufen. Aber du Genau, da kannst ist der für Unterschied. iPhone oder für iPad kannst du nicht einmal ein Objektiv kaufen. Na, du kannst da ans basteln Ja, du selber. kannst da als basteln und draufpicken. Ja, super. Wow. Lichtstärke. Wow. Ja, Lichtstärke halt, was der Karton nicht durchlässt. Ja. Ja. Also, es ist eine coole Idee, weil ich weiß nicht, inwieweit, ich kann es ja nicht beurteilen tatsächlich. Inwieweit es nachher, wenn du professioneller wirst, weil ich habe noch nie jemanden, der professionell Video macht, mit iPads und iPhones rumlaufen sehen. Ja, doch, 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 doch. Da gibt es mittlerweile schon einige, die das so machen. Aber. Ja, gut, dass ich ein iPad habe, um die Daten Nein, reinzukriegen. nein, Okay, leichter. auch mit einem iPhone filmen und wirklich in gut filmen. Es gibt ja die Blackmagic Camera App. Du hast extrem viele Möglichkeiten jetzt auf dem iPhone, was Settings angeht. Genau, das, ich meine, das bringt ja Apple jetzt mit Final Cut Camera dann auch. Ja, eben. Also, du hast ja da extrem viel Möglichkeiten. Also, es gibt sicher viele, viele Möglichkeiten, da was zu machen. Also, du kannst, ich bin mir sicher, du kannst in manchen Szenarien lichtabhängig, beleuchtungsabhängig durchaus auch mit deinem iPhone gute Filme und guten Content machen. Da würde ich sagen, das steht Das außer nicht. Frage. Das nehme ich nicht weg. Aber was halt die Leute nicht verstehen, weil Apple jetzt mal ihre komischen Videos vor der Präsentation, wo sie immer sagen, Ja. Film with iPhone oder Shot on iPhone, was die Leute nicht beachten, das ist nicht leider mit dem iPhone gefilmt. Da Nee, hängt da der ist ganz viel. Kamerakran, da hängt das iPhone auf dem Kamerakran, da ist rundum eine Beleuchtung und Reflektoren. Das zu filmende Subjekt ist perfekt ausgeleuchtet. Ja, tut mir leid, aber da kann ich ja Pixel 8a hernehmen, weil wenn einmal das Lichtsetting passt, brauchst du nicht mehr viel. Dann musst du es eigentlich nur noch auf den Chip bringen. Also, Genau, ja. iPhone allein macht noch keine gute Kamera, beziehungsweise eine gute Kamera, ja, macht auch noch keine guten Fotos. Es kommt ja immer auf den Rest drauf an. Du musst halt gescheit ausleuchten, alles. Es muss einfach alles passen. Richtig, das ist mehr als eine Sache. Ja, eben. Ja, also okay, es kommt da jetzt, ich meine, klar, ich verstehe, dass Apple eine App gegen Blackmagic gerne mal hätte, dass das auch möglich ist. Und das ist im Grunde im Moment das iPad, das war nur Hardware. Und was halt im Moment fehlt, ist Software. Ja, also der Markt muss wahrscheinlich da sein, sonst hätte Apple sowas jetzt nicht ausgekaut. Ich meine, klar, es verkauft sich schon. Es ist ja nicht überraschend, dass Apple in M4 im iPad Pro natürlich, dass sie damit Premiere machen, weil die wollen natürlich ein iPad Pro verkaufen. Also das ist, hat schon einen Grund gehabt, warum sie es da reingehaut haben. Rein von der Leistung her, ja, braucht es wahrscheinlich im Moment fast niemand. Er wird auch in dem dünnen Gehäuse seine Leistung auch nicht ausspielen können. Na, das ist halt der super Name, das heißt halt M4. Ja, weil schon allein thermisch wäre es halt einfach das nicht schaffen, da die Abwärme wegzubringen. Richtig, Ganz also einfach. das. Das ist ja eh noch einmal dünner als das dünnste iPad überhaupt.
Der wird, wenn, nur sehr kurz auf voller Leistung laufen, schätze ich. Das bin ich mir auch sicher, ja. Gut, 1 Stunde und jetzt haben wir erst einmal 4 Themen durch, 5 Themen, 6 Themen durch. Oh je. Yeah. Ja, Clemens, freu dich. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist jetzt nur eine Randnotiz. Fisker ist pleite. Ja, gut, Jetzt das war's. noch nicht der Mutterkonzern, sondern die österreichische Tochter. Ja, aber ist Fisker nicht generell pleite? Sie stehen nicht gut da, aber pleite sind sie Ah, noch okay. nicht, was ich weiß. Ja, Jedenfalls das Fisker ist. Austria hat da die Produktion der Autos bei, also nicht nur die Autos in Österreich und beziehungsweise im Vertrieb in Mitteleuropa gemacht, sondern die haben auch die Produktion der E-Autos bei Magna ja, beauftragt und vor kurzem ist es ja nicht bei Magna mal 500 Angestellte gekündigt worden, weil Fisker ja unter anderem ja statt geplante 40.000 Autos nur 10.000 Autos hat bauen lassen. Es hat jetzt Auswirkungen auf Magna gehabt und jetzt im Schluss endlich auch auf Fisker Austria. Die haben kein Geld mehr da. Ja, okay. Fisker wankt ja unter anderem deswegen, weil ja der, wie hat er gesagt, Ach so, weil, ja, gut. Der Markus ja, Brownlee. genau. Ich kann ja die Abkürzung auch jetzt MKBHD, einlassen. sowas ja. Also, Fisker hat davor schon gewankt, sagen wir mal so. Aber der Nee, Marcus Brownlee hat da vielleicht das Wasser ein bisschen zum Überlaufen gebracht mit seinem doch sehr nicht wohlwollenden Test dieser Autos. naja, ich denke mal halt, das ist halt so, wenn du kein gutes Produkt auslieferst und das jemand zum Testen gibst Ja. und der seine ehrliche Meinung dazu sagt, dann ja, dann hast du hast schlussendlich hat ja Fisker das Auto gebaut. Sicher, die haben es ja. Also das ist halt, wo ich mir denke, natürlich, und jetzt es ist halt, der muss jetzt Schuld haben. Warum? Weil er gesagt hat, ja, okay, das ist schlecht. Ja, okay, wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Ja. Es ist Das ist schlecht, un. ja. Dem sollte man vielleicht einmal ein VW zum Testen geben. Ich bin mal. Also, VW kann, sagen wir so, das Auto funktioniert in seine grundlegenden Dinge schon. Also, VW kann schon auch Autos bauen. Das muss man sein Ja, lassen. aber die grundlegenden Dinge sind halt momentan bei VW halt nicht die Software. Ich bin mir aber sicher, dass diese Software von VW noch immer besser ist als vieles andere, was da Ja, draußen das rumschwirrt. schon, das schon. Also das muss man halt auch sagen. Aber ja, also man, gut, wird passieren. Es sind andere E-Auto-Hersteller auch pleite gegangen. Welche? Waren da nicht ein paar dabei? Es gibt ja irgendein Deutsche haben ja das auch probiert, was zu bauen. Das war halt so ein kleines E-Auto. Das mit den Solarpaneele, das ist pleite gegangen, Dann glaube ich noch irgendein Stadtauto, das glaube ich ist auch pleite gegangen. das war das von der Deutschen Post, die Deutsche Post AG Ja, übernommen das hat. glaube ich war auch, ja, und das hat es wohl ein paar Ja, es gegeben, hat, also es es war jetzt stimmt, nicht. es hat ein paar gegeben, ja. Ja, gut. Ja, dann was Kurzes, also ChatGPT spricht jetzt auch mit dir. Das kannst du, das heißt, du hast jetzt einen Voice Assistant. Ich hab's probiert. Es funktioniert ziemlich cool. Ich habe es auch probiert, es war witzig. Ich habe mal einen Trip nach, was habe ich gemacht, nach Palermo oder so Sizilien zusammenstellen lassen. Das war relativ, es war interessant, schockierend und auch irgendwie, ja, seltsam. Das war wirklich fast wie ein Gespräch im Reisebüro. So gut. Ja, das war echt nicht schlecht und ich habe vor allem das Ganze dann natürlich danach auch noch schriftlich gehabt. Das war schon interessant. Ja, cool. Also, es ist ganz cool zum Ausprobieren. Ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass das für alles anwendbar ist, aber es kann schon ein paar Sachen, ja. Ah, ich hab's auch durchprobiert.
Ich hab's mal, glaube ich, sogar auf Deutsch, glaube ich, vorlesen lassen, beziehungsweise auf Deutsch damit gesprochen. Also ich hab einen Text eingeben, also ich habe nicht gesprochen, aber es war cool, ja. Also das funktioniert wirklich, wirklich gut. Und vor allem die Stimmsynthese ist wirklich, wirklich hervorragend, muss ich sagen. Das stimmt, Also ja. da ist nichts dabei gewesen, wo ich mal gedacht habe, okay, das hört sich jetzt doch irgendwie an wie ein besoffener Roboter. Es war wirklich gut. Ja, Aha. darf man gar nichts sagen. Ja, das war eigentlich jetzt alles dazu. Ich mache jetzt gleich das zweite noch mit. Und zwar, Sony hat einen Rückzug bei Helldivers gemacht, weil sie wollten ja auf Zwang, dass du einen PSN-Account ab bei Steam an, also du musst Helldivers mit deinem PSN-Account verknüpfen. Sie wollten es machen. Sie haben es dann wieder lassen. Helldivers ist übrigens von, das war, weiß ich nicht, das ist ja der Spielehit von Sony. Ich habe es nie gespielt, werde es wahrscheinlich auch nicht spielen, weil das nicht so mein Genre ist. Was ist das eigentlich? Shooter, oder? Das ist so irgendwie Multiplayer-Shooter, wo du so quasi, das ist irgendwas mit so einer Alien-Invasion und du musst da Planeten befreien und was weiß ich was. Und das ist ja so ein bisschen, das verändert sich ja live. Also das heißt, dass Planeten, die du dann befreit hast, können wieder rückerobert werden und irgend so wie. Ich kenne das Spiel nicht, ne? Also, mir Also, sagt's ich gar jetzt auch nichts. nicht sonderlich gut, aber es ist sehr beliebt. Ja. Außer natürlich dann, wie sie das angekündigt haben, dass sie die zwingen, einen PSN-Account zu machen. Aber ein PSN-Account für alle. Also das Spiel selber ist Multiplattform, oder? Ja, du hast es bei Steam gekauft, wolltest am PC Ja. spielen, hast es bisher können und dann haben sie irgendwann mit einem Update gesagt, du brauchst jetzt einen PSN-Account. Zusätzlich. Okay. Ja, andererseits brauchst du bei anderen Spielen ja. Ja, eh, aber da haben halt jetzt einmal total die Community beschlossen, okay, dann geben wir eigentlich halt scheiß Bewertungen. Ja, okay. Weil es gibt ja keinen logischen Sinn dahinter. Es gibt sowas bei so, ja, gibt es nie, aber du hast es bei GTA genauso, du hast es bei. Richtig, leider haben halt jetzt einmal da die Community Aber gesagt, na, machen wir nicht. beziehungsweise bei den Sachen Kims ist es halt im Vorhinein einfach schon so und nicht im Richtig. Nachhinein, dass es Man, hinzugefügt wird. natürlich, es wird Rockstar Games den Klamauk auch recht schnell einstellen, wenn jeder sagt, nein, ich kaufe das aus dem Grund nicht. Ja, aber da haben wir davor schon gesprochen, wie das Gamerherz tickt. Vergiss es, bei GTA, das kauft sowieso jeder. Ja, ich nicht. Also nicht bei GTA und Release. die kann, also ich weiß ja, dass GTA von sehr vielen Leuten auf der PS5 gekauft wird und dann noch einmal auf PC. Und dann auf der PS6 und dann auf der PS7. Und dann als GeForce Now-Version. Ja? Ja, GTA verkauft sich Ja, wirklich, also das stimmt, du hast wetten, dass das Spiel wieder 15 Jahre lang gehen wird? GTA 6 werden die garantiert 15 Jahre melken. Ja, sicher, eben. Wenn das nicht sogar das letzte GTA ist. Weil. Weil sie das noch länger melken. Also. Ich meine, das könnte spannend werden, das könnte wirklich mein letztes GTA werden. Glaubst du, dass bis zu deiner Pension noch ein kein weiteres GTA mehr kommen wird? Na. Dafür brauchst du, glaube ich, schon einen nuklearen Krieg und Apokalypse und Weltuntergang. Na, ich meine, Na, ist auch nicht so weit weg momentan, also. ich kann dann GTA online spielen halt in meiner Pension. Also. Aber es wird GTA 6 sein. Okay, bin ich echt optimistisch, dass das nichts, dass das das Letzte sein wird. Naja, du musst jetzt rechnen, ich wäre irgendwann in ein paar Jahren 40. Wahrscheinlich, ich krieg's, wenn ich Glück habe, kommt GTA vor meinen 40er raus. Dann kann ich rechnen, ja, rechnen auch noch 20er dazu, dann bin ich 60. Ja,
Okay, Man, das ist jetzt. nebenbei, wer sagt denn, dass ich 60 Jahre alt wäre? Das ist ja die Stimmt, nächste Frage. stimmt. Eigentlich in 20, also jetzt sag mal, es kommt außer, wenn du 40 wärst, in 20 Jahren bist du 60. GTA 5 ist wann rausgekommen? Ja, es wird arg. 2013, das ist 11 Jahre her. Ja. Es war echt möglich. Das heißt, 11 Jahre ist es jetzt her. Bis es 6 rauskommt, könnten es 13 Jahre sein. Das heißt, Rockstar könnte wirklich sagen: Okay, wir machen jetzt 20 Jahre nichts anderes, wie die Leute auszusackeln. Wir bringen das Spiel einfach Ja, in na, der ich meine, x-ten Game, in der x-ten Game of the sie Year. bringen ja Ja, Online-Content, das aber bringen wir sie bringen es in raus. der x-ten Game of the Year Edition außer mehrfach auf alle Konsolen und auf allen Nachfolgern. Das könnte echt sein, dass du GTA 7 Ja. erst spielen wirst, wenn du in Pension bist. Ja, das ist ja immer Pension, das ist die nächste Frage, ob es das dann noch gibt. Aber in der Form jetzt dann oder ob wir generell bis 70 arbeiten. Ich wüsste eh nicht, was ich sonst tun soll. Ja, GTA 7 spielen. Ob ich jetzt mit 60 oder mit 70 anfangen, ist auch schon wurscht. Das ist auch richtig, das stimmt. Na, eigentlich muss man sagen, ja, das könnte wirklich, ja, so gesehen, eines meiner letzten GTAs werden. Es ist schön, wie ich meine Zeit so in Spieletiteln vorbeilaufen sehe. Das hat so was Melancholisches. Ich meine, ich habe Glück, ich schaffe zum Beispiel im dritten Teil von der neuen Final Fantasy 7 Trilogie, den schaffe ich ja noch wahrscheinlich. Also das ist so Motivation, am Leben zu bleiben. Oh Gott. Liefert's an Alex mehr Motivation, um am Leben zu bleiben. Den sei Strohhalm ist momentan einfach der dritte Teil von der Trilogie. Den darf ich schon noch gerne erleben, ja, das wäre jetzt nett. Ey, ich hab's so ein paar Strohhalme, ja, das stimmt. Ich meine, ich möchte das Ende von One Piece irgendwann noch miterleben. Ist das jetzt schon fertig? Oh mein Gott, na. Ja, ich wollte mal anfangen vor 2 Jahren. Viel Spaß. Ich weiß, es gibt viele, beziehungsweise ich habe angefangen vor 2 Jahren. Ich gebe dir einen Tipp: fang nicht an, die Folgen schauen, fang wirklich an, in Manga lesen. Du kannst das nicht mehr nach, das, du wärst nicht mehr fertig, wenn du das anfängst nachzuschauen. Ja, und beim Manga lesen bin ich schneller oder was? Ja, weil du kannst du 3 am Tag lesen, das ist kein Problem. Ja, aber das mag ich nicht. Er ja, gewöhnst da an, weil das sind 1114 Manga-Kapitel. Ja. Und da hat jedes, was weiß ich, das sind ja da schon, das sind ja 15 Seiten oder 16 pro Kapitel. Das heißt, das kannst du ausrechnen, wie viel das ist. Gibt es hier gratis zum Lesen? Ja, theoretisch. Okay. Also, das will, weil das, wenn du da die Serie, wenn du da wirklich die in Anime schaust, da wärst du nie mehr fertig. Na, will ich ja eh nicht, weil ich hab genug andere Sachen auf Halde, die ich gerne mal schauen würde. Also sagen wir so, das hat Ich meine, gelistet. One Piece kann ich empfehlen, Geni ist gut. genießt jetzt nicht die oberste Priorität auf meiner Liste. Na, sag das nicht. Wenn du einmal anfängst. Ich hab's angefangen, aber vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, du kannst dann mit deinen Kindern Ah miterleben. ja, vielleicht machen wir es so, genau. Meine Kinder werden zuerst in die Welt von Star Wars und Herr der Ringe und Star Trek eingeführt, wenn sie alt genug sind. Ja, die werden dann sagen, ja, alter Mann, was willst du mit den alten Scheiße? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber kann man One Piece überhaupt, ist das, ich weiß nicht, One Piece so von der Story her, das müsste fast ab 16 oder 18 sein.
Aber ja. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Bitte, mach weiter. Google hat das Pixel 8a vorgestellt, jetzt vor wenigen Tagen. Und Oh la la. das macht aus mehrerlei Hinsicht eigentlich einen, für mich, für Android-Handy, einen sehr guten Eindruck auf mich. Erstens einmal, die technischen Daten sind ganz okay. Der Chip, der drinnen ist, ist der G3-Chip, den alles Pixel 8 Pro hat. Es ist ja, der Chip ist jetzt nicht auf einem Level wie der schnellste Snapdragon oder die Apple Chips. Das muss man doch dazu sagen. Also Google hat da durchaus noch Aufholbedarf, aber er ist nicht schlecht. Display und Kamera sind ganz nett. Und was Google jetzt halt wieder verspricht, mal schauen, ob sie es halten können, weil Google ist bei Versprechen halten doch eher Na, sehr. beim Pixel halten sie es. Also da haben sie sich bis jetzt immer dran gehalten. Nein. Ja, beim Pixel kann sein. Ich bin. Beim Pixel haben sie sich bisher wirklich dran gehalten. Es gibt, ich Ich weiß, weiß es nicht, hat andere. wann waren das erste Pixel? Ich weiß nicht, ob es für das Gut. noch. Also da, wo sie es angekündigt haben, dass sie gesagt haben, sie machen. Ich meine, es. Pixel 1 kann ich nicht zählen. Ist Pixel XL ist 2016 rausgekommen, hat Support gehabt bis 2019. Also, gehen wir mal zurück. Ja, da haben sie aber auch noch nicht gesagt, dass sie es so lange machen. Ja. Naja, Pixel XL, das war ja das allererste, Ja. oder? Also, nein, du musst, glaube ich, anfangen, wo haben sie in. Du musst da anfangen, wo sie auf den Google Tensor, glaube ich, gewechselt haben. Ja, vom G3-Chip. Ja, da, Also nein, das hat. jetzt G3, ja, aber. Ja, das heißt, das Pixel 6, glaube ich, war das erste wirklich neue Google Pixel. Ja, das ist auf den Markt gekommen Oktober 21 und hat at least Support bis Oktober 26, also 5 Jahre. Genau, ja. Das Das haben sie dann jetzt auf 7 Jahre erhöht, weil Samsung 6a nachgezogen hat. 5 Jahre, das 7a hat announced 5 Jahre, das 7a hat announced 5 Jahre, das Pixel Fold announced 5 Jahre. Also vielleicht machen sie es ja jetzt mit 7 Jahren, das kann schon sein. Ich bin immer noch Galaxy Nexus geschädigt, weil das habe ich gekauft und ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr später haben sie den Support gedroppt. Ja, das war gut. Das ist zwar sehr, sehr lang her. Ja, das war. Das war die Kooperation zwischen Google und Samsung. Google wollte ein Android Raw Phone rausbringen. Samsung hat das Phone gebaut. Ja, das war super, Nur ja. der verbaute Prozessor hat dann irgendwann einfach keine Updates mehr gekriegt von, keine Ahnung, Texas Instruments, glaube ich, und dann war es vorbei. Das war gut, ja. Seitdem glaube ich Google einen Scheißdreck, was wenn die Update-Versprechen geben. Nein, das Problem ist, ich glaube, da ist ja ein Samsung ein bisschen in die Kiste gefahren, weil Samsung 7 Jahre angekündigt, weil sie gesagt haben, wir machen sieben Ja, Jahre. ist okay, ist okay. Also wenn sie das jetzt machen, würde ich sagen, ist ein Phone für knapp 550 € eigentlich ein guter Einstieg. Das ist jetzt, würde ich sagen, mehr als nur so ein Mittelklasse-Ding. Das kann schon was. Das heißt, wenn man damit leben kann, dass da eigentlich full Google drauf ist. Ja gut, ob du jetzt ein Samsung-Telefon kaufst, da hast du auch Full Google drauf. Da hast du noch full ja Google drauf, bei den Ja, eh. Pixel-Geräten. Ja, eh, aber dafür kriegst du halt ein paar nette Ja, Features. eben. Er kriegt schon ein paar nette Features, also das kann schon durchaus Sachen. Die ganzen Fotografie-Effekte und so weiter, was sie halt jetzt haben mit Erkennung und bla 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 und Ausschneiden, also. Und du kriegst derzeit, glaube ich, auch noch, das ist, glaube ich glaube, es ist nur Google Pixel exklusiv, dass du am Bild was einkreisen kannst und er sucht danach. Genau, ja. Das, glaube ich, Samsung kriegst jetzt auch, aber das war am Anfang, das war relativ lang Google Pixel exklusiv. Das heißt. Eben ja, also stimmt, Samsung hat das auch gehabt, gell?
Samsung kriegt es, aber Ach ich so. glaube, so gewisse Funktionen kriegst du immer, hat Premiere auf die Ja, Pixel-Phones. aber Samsung macht das ja über ihre eigene. Samsung hatte ja wohl sowas, die machen es aber selber, also über ihre eigene. Ja, das, Das ist ja das, nein, was ja bei aber. Samsung dann monatlich Gebühr kosten soll in Zukunft. Ah, Die cool. KI-Features, ja. Ja, gut, okay, verstehe den Move, ja, Ja. passt. Ja, ich sag so, rein von der Logik her, in der Android-Welt kannst du derzeit nur Pixel-Phones kaufen und Samsung-Smartphones. Weil da hast du zumindest das Update-Versprechen dabei. Ja, das ist Also, es, das ist es. Einer von den Anbietern, wo ich früher gesagt habe, nutzt den kann ich jetzt nicht mehr besten Gewissens empfehlen, weil die ja mittlerweile Autos bauen. Xiaomi, die haben das ja. was du gegen das Auto im Arsch? Damit man da dem. Heute haben wir eh keinen Bogen zu dem Thema, also es ist eh ziemlich wurscht. Aber die haben das auch rausgebracht. Also, die haben ja ihre X oder erstens einmal die Poco-Phones, was sie gehabt haben, und die Xiaomi, wie haben die geheißen? Die haben ja einen eigenen Namen gehabt. Das war so eine eigene Line, wo sie wirklich Stimmt, ja. Update-Versprechen gegeben haben, glaube ich, für 5 Jahre. War das nicht Google One oder Google? Ja, Na, was, es hat irgendwas gehabt. Das war irgendwas Android One oder irgend sowas. Android One oder sowas, ja. Ja. Ja, so ist in der Richtung, ja. Haben sie dann aber auch, wie man es halt von Xiaomi gewohnt ist, jetzt auch nicht bei allen Modellen wirklich bis zum Ende durchgezogen, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Deswegen, also im Prinzip, wenn man mich jetzt jemand fragt, ich brauche ein Handy, ich will kein iPhone, dann würde ich jetzt einfach nur sagen, kann ich auch nur sagen, okay, dann kaufe ich Pixel 8a. Ja, oder Kafa Samsung Galaxy. Nicht einmal das würde ich empfehlen. Ja, da würde ich eins machen, ich würde mir ein Samsung Galaxy kaufen und zwar ein FE immer, wenn ich was sage, ich will nicht so viel ausgeben. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel schaust, das Samsung Galaxy SE3, das S23 FE kostet derzeit bei Amazon 496 Euro. Kann ich kaufen, da ist halt die Frage, okay, sage ich jetzt, lege ich noch den 50er drauf und kaufe mir das Pixel, weil beim Pixel wäre es die bessere Kamera. Ja, über. Und du kriegst früher die Android-Updates. Weil es ist ja Stock Android. Ja, definitiv. Aber sonst, also die Samsung Galaxy-Reihe kann man schon kaufen. Ja, ich kann. Samsung bin ich vielleicht ein bisschen. Ja, geschädigt würde ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe selber. Ich habe Geschädigt. selber nie eine Samsung verwendet, aber ich habe halt schon mehrfach für die Verwandtschaft Samsung-Handys einrichten müssen, weil sie sich gedacht haben, sie kaufen ein Handy, ohne mich zu fragen. Und Diese Monster. ja, diese Monster, ja, und dann hat es geheißen, ja, Clemens, bitte hilf mir das Handy einrichten, ich kenne mich da nicht aus. Was sie da dann in knapp 1,5 bis 2 Stunden habe machen müssen, hat mich zurückversetzt in die Zeit, als Notebooks mit Windows kämen sind, mit unzählig vorinstallierten Apps. Und genau dasselbe habe ich dann auf dem Samsung machen dürfen. Nämlich Na, das alles haben's. runterwerfen. Ich glaube, das haben es mittlerweile auch nicht mehr. Zumindest bei den teuren Geräten haben es das nicht Eben. mehr. Diese Verwandte und Bekanntschaft kauft dir keine teuren Geräte, die kauft Nein, mir ist schon günstigen. klar. Ich mein, klar, du musst ja verstehen, Samsung muss ja Geld damit Ja, verdienen. und da war halt alles drauf, von Spotify über Netflix-App vorinstalliert bis zu dem und jenen und das und das und das und das und Spiele. Also. Und das war einfach für mich eine Nutzererfahrung, wo ich mir gedacht habe, Nein, wie kann braucht man man nicht reden. sowas nur am Markt werfen? Ich kann da aber sagen, wenn ein Samsung Galaxy S24 Ultra kaufst, ist das garantiert nicht der Fall. Da, ich,
Eben, ich weiß es nicht. Mir reicht es ja schon, dass Samsung ihre eigenen Apps da drauf hat, die alle mehr oder Also, weniger nicht gut ich funktionieren. weiß gleich eins, mein Vater, also der hat, ich habe gesagt, er soll sich ja damals ein Galaxy S21 FE kaufen. Da war nichts vorinstalliert Okay, drauf. Also, sorry. da war das nur diese Sachen. Ich meine, du brauchst, Die glaube ich, einen Samsung. Samsung-Account. Den Ja. Samsung-Account brauchst du halt, weil sie machen, ich meine, du kriegst zumindest, dass sie sagen, sie machen ein Backup da drin von deinem Telefon. Wo du Ja. sagen kannst, okay, zumindest das und gewisse Sachen sein halt, aber es ist sonst nichts vorinstalliert, was nervig ist. Das ist ja aber schon für mich das, wo ich sage, warum soll ich da auch noch einen Account machen? Du musst ihn aber nicht machen. Nein, Also du nein. kannst ihn machen, du musst ihn nicht machen. Ja. Es, du kriegst halt ein paar Features, wo du sagen kannst, okay, wenn ich es nicht brauche, brauche ich es nicht machen. Aber also da haben wir schon dazu gelernt. Also das ist nicht so, dass da das komplett dann zugemüllt ist mit irgendeinem Schrott. Ja, ich bin halt trotzdem der, der sagt, wenn ihr auf ein Handy einen Account machen müsst, dann reicht mir einer und dann würde ich immer sagen, Pixel auch da, du hast pure Android mit ein paar Google Exclusive Apps und fertig. Ja, obwohl man muss Samsung auch, gewisse Sachen sein bei Samsung nicht so schlecht. Also das muss ich, da ich das jetzt abbenutzt habe zum Einrichten und sonst ein paar Dinge mache, ich muss sagen, Samsung ist schon sehr, sehr viel besser Ja, geworden. das kann schon sein. Also das, es ist nicht unangenehm zu bedienen, muss ich sagen. Also sie machen es da schon relativ komfortabel. Okay. Und das für Android ist, das ist durchaus eine Leistung, wenn du es hinbringst. Dass ich mir nicht denke, wow, ich muss jetzt kotzen, wenn ich das angreife. Gut, so, nachher noch, willst du noch was zu den Pixel sagen? Ja, dann machen wir das andere auch noch ganz kurz. Also Nintendo hat jetzt die Switch 2 irgendwie ein bisschen geteasert und irgendwie doch nicht. In ihrem Finanzbericht soll es so irgendwann 2025 kommen. Also sie haben da mal gesagt, April, bis April 25, das ist aber anscheinend schon wieder, das weiß man schon wieder nicht so genau. Aber 2025 soll die Switch 2 jetzt tatsächlich kommen. Aber ich weiß nicht, ich will mich da jetzt gar nicht großartig auf irgendein Gerücht draufstürzen, weil das ist alles eher im Moment mutmaßen. Ja. Also es soll sie wird irgendwann, wird sie im Jahr 2025 präsentiert werden. Es wird anscheinend so sein, dass die alten Spiele drauf funktionieren. Das habe ich auch gehört, ja. Ja, Also und es ist wird so. sogar, es wird das Slot für die es wird einen Slot geben für die alten Spiele, Ja, es wird den geben. und Ich meine, wart man ab. möglicherweise einen Slot für die neuen Spiele, ja. Ja, dann wird es wahrscheinlich so sein, sie machen einen Slot für die alten und die neuen kommen nur mal digital raus. Aus einem einfachen Grund, Nintendo will noch mehr Geld verdienen. Ja, die sind halt da, ist pure Böse. Aber ja, Sie verbocken es aber sie nicht. verpacken es nicht, ja. Es ist irgendwie Apple. Ja, Nintendo verbockt es fast noch ein bisschen Ja. netter. Weil du kannst ja alles unter so Mario-Kappe packen, da ist alles Ja. nett. Okay. Also wenn du so draufschreibst, ja, wir verlangen halt es damit, dass die Switch benutzen, der ist 20 € Grundgebühr pro Monat und das hat der Mario in der Hand, das Schild schaut das schon viel netter aus. Noch einen kleinen Toad dazu und der Prinzessin, die im Hintergrund das Ja, macht. und dann sagt der Mario noch, it's me, I want money. Ja. Mani, Mani, Mani. Ja, dann sagst du, okay, passt, ist super. Ist gekauft. Super, gleich alle Italiener auf einen, gleich alle Italiener Ja, genießt, was. aber gut, da musst du halt so Nintendo. Das ist übrigens, hast du in Super Mario Film gesehen überhaupt? Welchen? Ja, den, was denn der Na, Animationsfilm, den habe was ich nicht gesehen, Nintendo na. heißt. Den habe ich gesehen, der ist sogar, der ist echt gut, das muss ich sehen lassen.
Ich verstehe eine Sache nicht. Sie haben es irgendwie in alle Sprachen geschafft, dass es gut ist. Außer in Deutsch, oder? Nur, na, in Englisch, warum nimmt man Chris Pratt? Wie heißt der Chris Pratt? Ja, wahrscheinlich. Der, was Jurassic Park und Guardians of the Galaxy Ja, gespielt hat. Chris Pratt, ja. Warum nimmt man diese Stimme, die überhaupt keinen italienischen Akzent ansatzweise hat? Ah. Das hat null Sinn gemacht. Null. Echt, war das so, oder? Ja, auf Englisch hat es Chris Pratt sein müssen und ich glaube, auf Deutsch ist es der Synchronsprecher von ihm. Das hat null Sinn ergeben, weil ich glaube, in jeder anderen Sprache haben sie super coole Synchronsprecher gehabt, die das so ein bisschen mit so einem, ja, so einem italienischen Charme versehen haben. Ah, okay. Vielleicht hat das Chris Pratt auch gemacht, nur ist sein italienischer Nein, Charme nein, nicht das, vorhanden. nein, er hat es nicht gemacht. Er hat einfach seine Stimme verwendet. Okay. Wo ich mir denke, ja klar, ich weiß schon, das verkauft sich natürlich wieder besser. Natürlich, das ist genau der Grund, ja. Anstatt halt anzunehmen, der was sagst, ja, okay, der hat halt einfach die Stimme dafür. Aber der Film war, das muss sein, der war ganz cool gemacht. Kennst du eigentlich in ursprünglichen Mario-Film? Ja, Was sagst ja. du zu dem? Das ist einfach, das kann man nicht beschreiben. Wieso? Das kann man einfach nicht beschreiben, was das ist. Das kannst du anschauen und da denken, okay. Liebe. Das ist. Na, spiel es nicht ab, da kriegen wir Ach Copyright-Probleme. so, na, kriegen wir keine mehr. Ja, Wolf, von Nintendo kriegst du immer Ah ja, stimmt, Copyright-Probleme. das ist ja Nintendo. Vergiss es, mach das alles zu, da darfst du nichts herzeigen. Stimmt. Ich glaube, ich muss sogar schon den Ausschnitt da pixeln, Na, wo das Ding war. na, 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 ist nicht Also, so schlimm wie bei Nintendo. Apple. Na, also, Nintendo ist diese Firma, die klagt alles. Ja, die kennen uns die Klagen dafür, dass wir jetzt einen Screenshot von einem Trailer Na, gezogen haben. aber ich sage gleich, es ist bei Nintendo egal, was da irgendjemand macht, Pixel bitte wenn die einmal nur. nix, lass uns drauf fahren, okay. Nein, ich sage, es ist aber generell bei Nintendo so, wenn da Ja, was irgendwas wohl. ist. Die klagen ja alles Ja, aber rund wenn ich und jetzt einen boden. Trailer von einem 21 Jahre alten Film abgespielt hätte, für den Na, sich sogar na. Nintendo schämt. Na, ja, da hätten sie erst recht verklagt. Wegen Rufschädigung. Also schaut euch den Film an. Ich find den auf seine eigene Art und Weise irgendwie interessant. Interessant trifft's gut. Der ist in einer Kategorie mit The Room. Ja, oh Gott, nein, hör auf. Ja, das ist halt das. So, lass mich mal meine Wasservorräte bitte Okay. auffüllen. Ja, also bin gleich wieder da. Sehr gut. Dann gehen wir wieder auf die Wikipedia. Heute geht es um einen Vogel. Ein Vogel holt jetzt gerade was zu trinken und ich sprich derweil über einen anderen Vogel, nämlich über den Dreifarben-Sterling. Der Dreifarben-Sterling, Ageleius tricolor, ist eine in Nordamerika vorkommende Singvogelart aus der Familie der Sterlinge. Icteride. Okay. Beschreibung. Aussehen. Dreifarbensterlinge erreichen im Durchschnitt eine Gesamtlänge von 22,3 cm. Wow, sehr, 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 sehr gut auf die Kommastelle. Bei den Männchen und von 18,5 cm bei den Weibchen. Das Gewicht beträgt 60 bis 79 Gramm bei den Männchen und 46 bis 54,5 Gramm. Wie kommt man auf die Werte? Ja, wurscht. Bei den Weibchen. Zwischen den Geschlechtern besteht ein deutlicher Sexualdimorphismus. Muss ich mir da nochmal anschauen, was das heißen soll. Die Männchen sind insgesamt glänzend schwarz gefärbt und zeigen zuweilen einen leicht bläulichen Schimmer. Arttypisch
sind die übereinanderliegenden roten und rein weißen Streifen auf den Armdecken. Darunter unterscheiden sie sich von den dem ähnlichen Rotflügelsterling Agelaeus phoenicus, bei dem der helle Streifen eine schmutzig weiße bis gelbliche Färbung hat. Weibliche Dreifarbensterlinge sind nahezu zeichnungslos. Dreifarbensterlinge sind nahezu zeichnungslos gleichmäßig schwarz-grau gefärbt. Lediglich die Kehle ist grau-weiß. Die Iris der beiden Geschlechter ist bei beiden Geschlechtern dunkelbraun. Beine und Füße und Schnabel sind schwarz. Okay. Schöner Vogel. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben jetzt, ich habe jetzt eins von dir mal vorgezogen. Dein Gadget-Pick okay. mit günstigen OLEDs, weil ich habe nur ein Gadget-Pick. Ah, okay. Ja, das ist eigentlich auch relativ kurz. Also Samsung, mittlerweile ist ja OLED, setzt sich so in die Einstiegsklassen von Displays und Fernseher durch. Das heißt, wir erleben langsam, dass OLED halt so nach unten durchtröpfelt. Ja. Also ich meine, Einstiegsklasse für einen Fernseher ist das nur immer $1.700. Das ist für mich keine Einstiegsklasse, ja. Ja, das ist, ich meine, für einen OLED 55 Zoll ist das wahrscheinlich Einstiegsklasse. Ja, für mich darf ein Fernseher nicht mehr als 500-600 € kosten. Das ist teuer genug. Ja, ich meine, ich habe, obwohl da hat eh mal irgendjemand bei Reddit wahrscheinlich jetzt eh das Beste dazu geschrieben überhaupt, man kauft nicht einfach keinen Fernseher mehr, kauft einfach an die übergroßen Gaming-Monitore und hängt da ein Smart-TV dran. Ja, nur die übergroßen Gaming-Monitore kosten mehr als ein Fernseher. Kosten 1.000 bis 1.500 €. Ja. Ist aber rein von der Logik her, wenn du Konsolen ranhängst und sowas, macht sogar Sinn. Sicher, weil der Fernseher nahezu keine Software bin, also so ein Gaming-Monitor nahezu keine Software hat. Und so ein Fernseher, den man sich dann kauft, der hatte meistens so echt eh schon die ganzen Smart-TV-Features, die eigentlich keine Sau Vor allem, braucht. Das muss man auch nach wie vor sagen, es gibt keinen Fernseher, der ein gutes Menü bauen kann. Es gibt keinen Fernseher, der ein performantes Smart-TV-OS vorzeigen kann. Nein, es fängt ja schon bei einer Standard. Versuch einmal bei einem Fernseher so einen Kanal auf einen anderen Sendeplatz zu bringen. Du speibst. Ja, ja, das ist sowieso immer Katastrophe. Aber mein LG habe ich erzählt, vor allen Dingen, also im Herbst. Hat der WebOS drauf? Nein, oder? Der LG war 10 Jahre alt, knapp. Nicht ganz 10 Jahre. Der hat noch kein WebOS gehabt. Der ist halt irgendwann eingegangen. Dann haben wir so einen Hisense gekauft um 600 €. Und der Hisense hat ja auch ein eigenes OS drauf. Und sagen wir mal, es funktioniert jetzt nicht so schlecht, aber es ist vergleichsweise träge. Und die App-Durchdringung mit, keine Ahnung, dass er aktuelles Amazon Prime drauf hast oder Netflix oder so oder Disney Plus, das ist alles immer ein bisschen schwierig, weil es fallen grundlegende Funktionen, die ich zum Beispiel bei Apps habe, die ich auf meinem Fire TV Stick laufen habe. Ja, ja. Punkt ist das, eins lasse ich Samsung und LG bei Fernseher. Die Hardware ist super, du kriegst das Zeug, du da bringst es nicht um. Ja. Nur halt, was das softwaretechnisch angeht, ist jeder Fernseher ein Graus. Im Endeffekt will ich haben einen 55 bis 65 Zoll großen Monitor mit OLED. Ich brauche auch kein OLED. Mit 4 HDMI-Eingänge und einem digitalen Audioausgang, also Toslink, den optischen Audioausgang. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur das. Ich will einen Fernseher. 4-mal HDMI in, 1-mal digital Audio out. Ich will kein OS drauf haben. Ich will einfach eine Fernbedienung, wo ich zwischen diesen 4 HDMI-Kanälen hin und her wechseln kann. Fertig. Dann wär's wahrscheinlich schon bei einem Gaming-Monitor. Ich brauche im Endeffekt nichts anderes als einen Gaming-Monitor. Nur, dass die halt deutlich teurer sind.
Die kosten richtig, ich Die meine, kosten richtig, richtig viel Geld. vor allem wenn du den dann auch noch in einer Zollgröße haben willst, wo der über 40 Zoll Ja, da, rausgeht. ein Philips 44 Zoll kostet 1000 Euro. Gaming Monitor. Da, ein Ja, das. Samsung. Mei, gut, das ist jetzt so ein 32 zu 9 Monitor. Sowas brauche ich mal gar nicht. Ich will auf sowas kann ich nicht Fernsehen schauen, wenn. Ja, theoretisch kannst du schon, leih, ob's willst, ist die Frage. Aber da ist jetzt. Ich meine, wenn man jetzt natürlich, wenn jetzt in die Liga gehst, das sagst, ich habe da gerade nachgeschaut, Samsung hat ja diese Odyssey-Reihe. Und die kosten halt dann wirklich, ich meine, der günstigste mit 49 Zoll kostet 1600 Ja, das Euro. ist zu viel. Ja, aber Entschuldigung, es gibt einen um 1299. Aber natürlich die guten, wo jetzt sagst, okay, da fängt der Da Spaß. 55 Zoll 2400. Ja, genau, also da bist du dann dabei. Man braucht man nicht reden, wird der Top-Monitor sein, nehme ich sein, nichts weg. Da geben es dann sogar eine coole Fernbedienung dazu. Aber ja, das ist halt, sagen wir so, das ist halt gutes Geld. Ja, eben. Ich meine natürlich, du zahlst das OLED, du zahlst dass er super responsive ist, also diese Aber Reaktionszeit. der Samsung hätte zum Beispiel genau das, was sie gern hätte. Der hat zwar Ja, drei klar. HDMI ein, einen Displayport Ja, ja, Eingang, ja. sogar USB-C Eingang und einen Toslink Ausgang. Mehr brauche ich nicht. Ja, sicher. Ja, der Spaß kostet ja 2.600 Und Euro. dann habe ich gerade nochmal 55 Zoll. Ja. Was jetzt nicht schlecht ist, ich meine, 55 Zoll, jetzt übers denk mal so, als Gaming-Monitor am PC wäre mir das zu Ja, extrem. das wäre mal zu viel. Und der ist gebogen und die braucht keinen gebogenen Fernseher. Also. Ich D meine, was deswegen sage ich natürlich. ja, das ist nicht die richtige Kategorie, um Fernseher zu kaufen. Na, was mich natürlich beeindruckend bei dem Keeble finde, dass er eine Millisekunde Reaktionszeit hat. Das ist Ja, das schon. brutal. Und dass der auch noch extrem hell ist. Also das würde ich mir zum Beispiel eher statt ein iPad kaufen, statt ein iPad Pro würde ich mir eher sowas kaufen. Echt? Ja. Jetzt müssen wir mal schauen. Da gibt es die interessante Kategorie der Public Info Displays. Das ist dann wieder ganz okay, weil da kostet das ein. Was ist denn ein Ja, das Public ist ein Info Fernseher Display? ohne Software. Ah. Und da bist du mit 55 Zoll Geräte. Und 4K-Auflösung bei 600 Euro. Und was ist das dann für ein Ist ein Kübel? Philips zum Beispiel. Aber da fällt mir jetzt zum Beispiel schon wieder das Toslink, also der Audioausgang, der digitale. Ja, das wird bei sowas Egal, eher das ist wäschnickrig. wieder der Blödsinn. Weil ich brauche ja einen Audio-Rückkanal. Ich brauche irgendwas, wo ich noch mal mein Soundbar oder sowas mit Audio bespielen kann. Ja, theoretisch Na. USB-C. Na, entweder Geht nicht. dein Soundbar hat einen HDMI-Eingang, das heißt, der Fernseher Ja, gibt genau, das über geht. HDMI das Audiosignal zurück, oder du Genau. tust TV-Signal oder ja. Ja, oder Bluetooth. Ja, und das ist halt dann Hahaha. wieder immer wieder Murkserei, weil der Vorteil bei Toslink oder so ist, die Soundbar schaltet sich automatisch ein, wenn der Fernseher eingeht. Bei Bluetooth geht es nicht, Ja, ja. klar, hat Vorteile, Ja, kostet halt auch. sicher. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Gut, aber okay. Samsung baut jetzt günstigere OLEDs. Ja, sie bauen ein bisschen günstigere OLEDs, ja. Sonst gibt es den Fernseher nicht noch von LG, der sich an die Wand ansaugt. Das Solange er war ja nicht Strom von hat. LG. War Nein, das nicht von die LG? bauen Von so einen wem war Schrott das nicht, nochmal? keine Ahnung. Weil der wäre sonst der heiße Typ. Ich weiß nicht, ob es das Unternehmen noch gibt. Wahrscheinlich ist das schon. War das wirklich nicht LG?
Ich bin Ah, mir wir da haben nicht so das gehabt, sicher. gell? Ja. Fernseher saugt sich an Wand. Dieser. War das der Block? Na. Ja, warte mal, das war. Ich hab's gefunden. Echt? Schick mal den Link. Display, das Screen Festival Window. Oder warte mal. Na, warte mal, das war nicht der. Zehn praktische Tipps, wie du deinen Fernseher verstecken kannst. Wow, einfach kein Fernseher kaufen. Ja. Warte mal, wo war denn Welcher das? Hersteller hat einen Fernseher gebaut, der mittels Saugglocke an der Wand haften sollte? Na super, der Brave AI ist auch schlecht. Das ist aber, das ist gar keine so schlechte Idee. Ah, fragst ChatGPT? Ah, Ja. sehr gut. Gefunden. Ja, bevor wir jetzt die Zuhörer da weiter auf die Folter spannen, würde ich Es war auf das CES ja, auf alle CES, Fälle. ja, stimmt. Haben wir eine Suchfunktion auf unserer Webseite? Nein, wir haben keine Suchfunktion, gell? Na, ja gut, wurscht. Auf alle Fälle war irgendwas dabei. Ja, Google hat es ja bisher nicht möglich gemacht, dass man Podcasts durchsuchen kann. Na, haben sie nicht, ja. Weil sie sind mit anderen Sachen beschäftigt. Gut, kommen wir zum nächsten Thema und Warte, lass mich da noch, weil du hast ja allein eins gewinnen. ja, Lass mich da noch da macht er weitermachen. fertig. Ja, okay. Außer du hast jetzt schon alles mitgeschrieben. Na, ich hab gar nichts. Okay. Und zwar, Nissan hat jetzt ein, ich weiß nicht, das erinnert mich an einen Furby irgendwie. Die haben jetzt, der heißt Iriu. Und das Ding ist für Kinder auf der Rücksitzbank. Das heißt, das Ding ist irgendwie schräg, weil das beobachtet oder quasi das kann feststellen, ob dein Kind munter ist oder nicht. Und das quasi halt dann. Kann halt dann Geräusche von sich, oder es macht halt auf sich aufmerksam. Okay. Weint dieses Kind da? Ich habe keine Ahnung. Okay. Das heißt, du siehst dann im Rückspiegel, du siehst halt dann dieses Ding winken. Das Kind schaut schon so verstört in dem Video. Es hätte Angst, dass dieser Ja Irio gut. gleich mit mir Ja gut, schauen würde. wenn du den Klumpen da anschauen musst. Na, sie hätten es einfach eigentlich
wirklich wie diese Furbies machen sollen, dass die dann anfangen reden, wie diese wie ein Furby-Laute, like Uchi, ja, genau. Du hast den noch gut in Erinnerung. Weiß nicht. Furbies waren, das war wirklich, das war so ein Creep-Moment. Okay, ja, das Teil macht mir eher ein bisschen Sorgen und das schaut sehr verstörend aus. Du Ich kennst. wüsste nicht, ob ich das meinen Kindern antun würde. Ja, dann nicht. Okay, ja, na, das ist wirklich weird. Ah. Gut, der vier jetzt. Jetzt darfst du. So, jetzt hast du mich insofern aus dem Konzept gebracht, weil jetzt die Sendungsnotiz in die richtige Sekunde packen muss. Ja, jetzt haben wir es. Ich habe nur einen kurzen. In Hinblick auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Na, Vorratsdatenspeicherung kennen wir ja. Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung, nämlich das. Wenn ihr euer Handy nutzt, euren Internetprovider, euer Oma surft und so weiter und so fort, die Vorratsdatenspeicherung ist eigentlich dafür ausgelegt. Es wird einfach jede Kommunikation wird abgespeichert und zwar anlasslos. Das heißt, jede Webseite, die ihr besucht habt, jeden Menschen, den ihr SMS geschickt habt, E-Mail, was auch immer, alles, was innerhalb der des Regulierungsraums der EU ist, würde dann anlasslos gespeichert werden. Und anlasslos heißt, auch wenn ihr nicht verdächtig seid, Verbrechen zu begehen oder Verbrechen begangen habt oder was auch immer, sondern immer. Es wird immer ausgespeichert. Das ist halt ein bisschen echt, wie soll man sagen? Ja, keine ideale Sache, weil anlasslos ist halt, ja, du stellst eigentlich alle Menschen quasi unter Generalverdacht. Und ich will ja nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Das Hickhack gibt es schon seit 10, 15 Jahren. Mal war sie da, mal war sie weg, mal ist sie gekippt worden. In Deutschland war sie kurzfristig aktiv, bis sie dann wieder gekippt worden ist. Dann irgendwann hat der Europäische Gerichtshof die Vorratsdatenspeicherung gekippt und hat gesagt, okay, das ist nicht mit den Werten der EU vereinbar. Eine anlasslose Speicherung aller Kommunikationsdaten ist im kompletten Widerspruch zu den Ideen und zu den Grundsätzen der Europäischen Union. Nur jetzt sitzen da halt neue Richter, neue Menschen und die haben jetzt da beim Europäischen Gerichtshof so quasi ein bisschen die Kehrtwende eingeleitet, nämlich dass es vielleicht für die Sicherheit der gesamten Europäischen Union und aller Bürger vielleicht doch wichtig ist, einfach die Kommunikation von allen EU-Bürgern zu überwachen. Das heißt noch nichts, das war jetzt nur mal eine Entscheidung, ob das jetzt EU-weit umgesetzt wird oder nicht. Wird sich in Zukunft zeigen. Dazu mein Gadget-Pick, das war nur das Vorgespräch. Proton ist ein Schweizer Service, der erstens einmal verschlüsseltes E-Mail-Postfach bietet, also E-Mail verschlüsselt. Richtig. Also und wirklich gut verschlüsselt. Cloud Storage anbieten, verschlüsselt und sicher, am Passwortmanager anbieten, verschlüsselt und sicher und auch VPN verschlüsselt und sicher. Ist halt der Service, der jetzt nicht kostenlos ist. Also Ah. 2-Jahres-Paket kostet ungefähr 200 Euro. Für Für alles alles, oder? für alles. Du hast E-Mail dann drin, du hast VP, du kannst die einzelnen Services auch einzeln kaufen. Den Passwortmanager kannst du so in der Hinsicht kostenlos verwenden. Und du Ja. kannst dir deinen E-Mail-Service, den kannst du Oh,
Ich sehe gerade im Passwortmanager, die haben sogar Passkeys supported. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist Der okay. Passwortmanager hat Passkeys, der Passwortmanager kann auch mit Zwei-Faktor-Authentifizierungen umgehen. Das heißt, du hast deinen 2FA-Code auch gleich da drin. Ja, das ist okay, ja. Das ganz große coole Ding bei Proton ist, dass deren Software und das ganze Ding alles Community-Build ist. Also das ist wirklich auf Open-Source-Software aufgebaut. Das heißt, es wird ständig weiterentwickelt und der Code ist frei einsehbar, jetzt nicht die verschlüsselten Daten von euch sind frei einsehbar, sondern der Code ist frei einsehbar und man kann halt schauen und beteiligt sich halt der große Community daran. Und wenn ich jetzt da zurückgehe auf den VPN-Service, du kannst da auch deine App runterladen, die kannst du auf dem iPhone installieren, auf dem MacBook, auf Windows und so weiter und so fort. Aber wenn du theoretisch da deinen Heimrouter hast, der ohnehin OpenVPN oder sowas unterstützt, kannst du dir deinen VPN, kannst du den Proton VPN Service auch darüber einrichten. Nicht nur über OpenVPN, sondern auch über das über WireGuard zum Beispiel, was ja auch ist. WireGuard ist, glaube ich, auch sehr ziemlich Open Source, glaube ich, oder? WireGuard ist ja Open Source. Open Source VPN Tunnel kannst du auch einbauen. Also IPsec und OpenVPN, alles ist möglich. Ich würde mal sagen, Proton werden je nach EU-Entscheidung demnächst einmal einen ziemlich viel Aufmerksamkeit erhalten und werden viele den Service kaufen und nutzen. Proton ist jetzt nicht irgend so ein merkwürdiger, weirder Service, der irgendwo in einem Hinterzimmer in Alabama sitzt oder in. Du meinst nicht mega NZ. Ja, oder irgendein so komisches Firmenkonglomerat von einem ehemaligen Russen, der in Dubai sitzt, sondern Proton ist ein Schweizer Unternehmen, das Schweizer Gesetzen untersteht und Proton hat eine strikte No-Log-Policy, also die locken nichts. Die locken nichts. Du hast dort quasi deinen sicheren Hafen. Ja, ich kenn Proton Mail, also ich kenne Ja. das. Das ist, ja, das ist okay. Die Ich hab's jetzt gibt's. einen Monat genutzt, also hätte es nicht Proton Mail, also ich wollte jetzt nicht nur für einen Testzeitraum ein komplettes Mail-Service transferieren, aber ich habe VPN jetzt einmal für einen Monat einmal genutzt. Und ich werde mir die 200 € da jetzt einfach einmal leisten, einfach Naja, nur aber für VPN und für Mail, definitiv, und für den Passwortmanager. Der Proton Pass kostet ja nur 10 € im Monat. Der Passwortmanager. Na, der Pass, wenn du den ganzen Pass Ja? nimmst, der kostet pro Monat 9,99. Ja, genau. Da ist alles drin, das heißt 120 € im Jahr. Proton Unlimited. Ja, genau, kostet 120 € im Jahr. Ja, genau. Und Ja. wenn du den Zwei-Jahres-Plan nimmst, Ah, du nimmst ihn 2 Jahresplan. genau. Ah, Wenn du okay. einen Zwei-Jahres-Plan nimmst, dann kostet das 198 oder sowas. 191. Okay. Was okay ist. Ist okay, ja. Also das ist, ich mein, ja, natürlich sagt jeder, lieber will ich es nicht zahlen. Eben, lieber will man sowas nicht zahlen. Bei mir sind es jetzt einfach zwei Punkte. Ich habe zwar nichts zu verbergen, obwohl, ist ja eine blöde Aussage, weil jeder hat was zu verbergen, Aha. aber ich lasse mir sicher nicht in meinen E-Mail-Verkehr und meinen Datenverkehr eine lugen. Und ich habe auch die Handy-App genutzt, also in VPN am Phone, das funktioniert tadellos. Also, du hast durchwegs flottes, schnelles Internet, das ist nicht mehr so wie früher VPN, wo auf einmal alles mit 2 Megabyte pro Sekunde reintröpfelt, sondern du hast da Full Speed und kannst da deinen Ausgangsserver wählen, wo auch immer du willst. Du bist kurzfristig einmal in Holland oder dann bist du halt einfach einmal in Tschechien oder in Turkmenistan, whatever. Also das kannst du dann auch in der App und alles festlegen. Von dem her, coole Sache. Kann ich nur empfehlen Okay. und vielleicht schafft es noch
bis zur nächsten Sendung einmal alles komplett getestet habe ich eh alles, aber ich wäre einfach, glaube ich, im Laufe der Zeit ein bisschen so meine. Der Cloud Storage, da bin ich mir jetzt, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit ich das großartig viel nutzen werde. Naja, eins aber muss ein Storage-Box mehr oder weniger ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, wenn es gratis kriegst, schaut jetzt, sage ich immer, pff, dann ist mir es relativ wurscht. Es ist quasi dabei im Unlimited-Paket, ja, also ein halber was Terabyte. Ist denn da für, was, ah, du kriegst, okay, ein halber Terabyte. Im Unlimited-Paket ist ein halber Terabyte an Cloud Storage okay. dabei. Weil ich muss sogar sagen, diese 3 Terabyte, die wären nicht einmal arg bei denen. 20 Euro im Monat, gell? 24. Ich meine, das ist nicht unverschämt für 3 Terabyte. Nein, das muss ich sagen, sogar echt gar lassen. Nicht, Und da, okay, wenn du das Paket sogar nimmst, kriegst du aber das andere auch ist alles alles dazu. Dabei, ja. Okay. Ja, schaut, finde ich zum Beispiel, dass sie kein Terabyte-Paket haben. Das finde ich schade, aber ja, es, das ist halt eben, so. Es ist zwischen 500 und 3 Terabyte ist nichts drin, da ist kein Zwischenschritt. Ja, das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen, sie wollen eh nicht, dass das nimmst. Ja, ja. aber man kann sich auch einen komplett kostenlosen Account da klicken, man kann Proton-Mail kostenlos verwenden, dann hat man halt begrenzten Speicher, man hat 5 GB Cloud Storage dabei. Man kann auf ist VPN vollkommen kostenlos nutzen, hat halt nur eine Handvoll an Server zur Auswahl, die dann auch ein bisschen eine begrenztere Bandbreite haben, je nach Auslastung. Ja, aber ja, man das kann ist okay. Das alles nutzen. Also von dem her, man kann es auch gratis okay. nutzen. Also man muss jetzt nicht unbedingt das große Geld rauswerfen. Ich würde es dann halt schon machen, weil mit 5 GB komme ich nicht einmal mit meinen E-Mails durch. Also ja. Ja. Da sieht man, was der Clemens alles zu verstecken hat. E-Mail-Korrespondenz der letzten 25 Jahre. Du hast noch vor 25 Jahren E-Mails. Nein, 25 Jahre glaube ich nicht. Ich denke, was tust du mit dem? Lass mal schauen, was mein ältestes E-Mail ist. Muss ich da ins Archiv gehen? Ah, ja. Also Clemens geht jetzt mal kurz weg und geht ins Archiv. Das halte ich für ein Gerücht. Jetzt wär Trommelwirbel gut. Ich weiß es nicht, ich finde es nicht. Also da im Archiv ist das älteste. Ah, na, geht weiter. Es geht weiter. Das war 2015. Nein, es geht noch weiter. Du bist jetzt schon im Jahr 2015. Ja, aber es hört nicht auf zum Scrollen, also das dauert noch länger, glaube ich. Ich glaube, das brauchen wir nicht live machen. Okay, mein Apple Mail kommt mit dem Laden immer noch. Wo bist denn du jetzt ungefähr? Ja, eben immer noch 2015, aber 14? Und die Frage ist, warum hast du so alte Mails noch? Ich weiß es auch nicht. Willst du das nicht einmal aufrahmen? Warum? Ja, was bringt denn das? Warum nicht? Ja, aber was tust du mit dem Krempel? Ach, da kann man irgendwie in Erinnerungen schwelgen. Das machst du ja eh nie. Ich habe vor einigen Monaten sogar E-Mail-Korrespondenz von uns zwei gefunden, aus unserer gemeinsamen Schulzeit. Ohlala. Ja, aber das ist der Punkt. Du bist ja ein richtiger Datenmessi. Na, das wird. Ja, das kannst du jetzt nicht mehr leugnen. Das ist jetzt live on tape. Ja, es ist ja wohl alles schön geordnet. Du weißt ja nicht einmal, was die älteste ist. Also geordnet kann das nicht ja, sein. Ich muss einfach weiter oben scrollen. Ja. Das Archiv ist nicht mehr geordnet. Du redest wie ein Messi gerade. Ich habe eh alles unter Kontrolle. Nein, ich wüsste nicht, warum man alte E-Mails löschen sollte.
Nein, na eh, also es ist ja immer die Frage ich mich auch Ja, immer. warum? Na, warum auch nicht? Aber. Man kann es ja mal, das ist so wie das, man kann ja dieses Schraube irgendwann einmal brauchen. Clemens? Okay, wir haben den Clemens verloren. Er sucht jetzt wahrscheinlich irgendwas aus dem Archiv. Also, Clemens ist ins Messi-Archiv gerade gegangen. Und jetzt ist er wieder Ja, da. geh du einmal zum nächsten Thema. Ich schau, muss auf mein Mailprogramm auf dem MacBook Also, schauen. jetzt eine Frage: Hast du zufällig auch, behaltest du jedes Holzstück auf, das du irgendwo Na, findest? wieso sollte? Und sagst dann irgendwann, ja, das kann man ja irgendwann einmal brauchen, um was zu reparieren. Na? Okay, gut. Sehr gut. Ja, okay, vielleicht doch. Du haltest Holzstücke auf. Naja, aufgehalten hätte es nicht so Oh. wirklich, aber so, mein Werkstatt im Keller ist gerade, man könnte beim Anblick der Werkstatt im Keller vermuten, dass ich ein Messi bin. Ja gut, das kann ich aufgrund deiner Mail schon vermuten. Das war der erste Indiz, Aber das es ist das ist auch, erste Indiz dafür. aber nicht, weil ich sehr viel sammle. Nein, das nicht. Es ist nicht das Problem bei mir in der Werkstatt, ist nicht, dass ich so viel sammeln würde, sondern dass ich ein extrem großes Problem habe, Sachen wieder dahin. Sachen wieder Okay. dahin zu räumen, wo sie hingehören. Gut, das Problem verstehe ich, aber deshalb kannst du nicht jedes Nein, Holzstück ich tue nicht jetzt aufbewahren, was du Holzstücke irgend. aufbewahren. Nur Holzstücke in einer definierten Größe, die sinnvoll verwendbar sein können. Ja, okay, du bist also, du hast das Na Problem, na na also. na 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 na, hab ich nicht, hab ich nicht, Hast du jemals das Holzstück schon benötigt irgendwann? Welches? Ich habe viele Holzstücke wieder benötigt. Natürlich. Welches? Die Frage auf welches? Hallo, ich habe 300 Na, Stück Holz. das hab ich sage nur, ich behalte nur Sachen, wo ich mir denke, aus denen kann ich was machen. Ein Holzstück, das so groß ist, halte ich nicht auf. Okay, das heißt, es muss schon mindestens eine gewisse Es muss Größe etwa eine haben. Größe haben, dass ich sage, es ist vielleicht hat eine gewisse Länge und Breite und Dicke und ist es halbwegs sauber, dann halte ich das natürlich auf, weil das kann ich noch zuschneiden. Da steht der Clemens im Keller und sagt, das ist ein gutes Also mein Stück ältestes E-Mail Holz. ist von 2005, was ich da im Archiv drinnen habe. Ja, bitte fang einmal an Das ist löschen. 19 Jahre, das ist nicht schlimm. Ist übrigens ein E Na, ist übrigens das ist überhaupt ist nicht schlimm. übrigens eine Kaufbestätigung bei eBay. Ja, ich glaube, das kannst du mittlerweile löschen. Das kannst du nicht mehr Ich reklamieren. frage mich leider, was ich da verkauft habe, weil es steht nicht dabei. Oh mein Ah, Gott, okay. okay. Stimmt, kann ich mich noch erinnern. Okay. Clemens, du hast da ein Problem. Na, hab ich nicht. Wow. Ja, das ist das Indiz dafür, dass du Ja, es hast. liebe Gut. Hörerinnen und Hörer, ist es falsch, E-Mails über einen längeren Zeitraum aufzubewahren? Und wenn ja, was ist der Zeitraum, wo man E-Mails als obsolet betrachten könnte? 2005 einmal Ja, definitiv. was ist dein Ansatz? Löschst du E-Mails, die älter sind als 10 Jahre? Also ich habe das, ich muss das natürlich jetzt trennen. Du Das musst trennen, Problem ist, Privat und Business. Privatbusiness, also privat lösche ich relativ schnell. Außer es wäre jetzt etwas, wo ich sage, ich brauche es vielleicht noch, aber ich sage so, dann maximal 2, 3 Jahre. Das ist aber Max, also das ist privat In meinem Max. Archiv sind Beruf, 18.600 E-Mails. ja, ist mir schon klar, also da müssen so viel sein. Nein, beruflich ist das jetzt so eine Sache, wenn das jetzt so eine Lapidar-E-Mail ist, kann man die natürlich schneller löschen, aber es gibt natürlich Mails, die muss ich fast 7 Jahre aufbewahren. Weil.
Ja, wegen so, was weiß ich was, weißt du, wegen Also Buchhaltung ja, das etc. schon. Ja, das, also Nicht nur da ist es Buchhaltung, sogar schwieriger. Projekte solltest du eigentlich Ja, aufbewahren, gell? Projekte musst du teilweise auch schon aufbewahren, dass quasi das sagen kannst, na Moment einmal, das war nicht Ja, so. eben. Also, das ist was anderes. Aber da kannst du auch sagen, also ich schaue da jetzt gerade retour, ich bin da im Jahr 2021 bei den meisten Dingen. Vereinzelte E-Mails sind älter, aber so, wo ich sage, generell habe ich noch aus dem Jahr 2021 viel. Okay. Okay, ich habe einmal Aber 17.000 so. E-Mails. Jeden Tag ein bisschen was. Ja, gut, so, dann gehen wir weiter. Es ist eigentlich relativ kurz. Asus hat ja, will auch neue Laptops vorstellen und Der kündigt tut auch schon weiter, der tut schon weiter. AI-PCs. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Also Asus kündigt am gleichen Tag wie Microsoft neue Laptops mit KI-Funktionen an. Wird auch einen Qualcomm-Chip haben. Also, auch Asus. Auch Asus, ja. Ah, mit dem komischen Button. Achso, da weiß man noch gar nichts, gell? Ja, wenn sie Windows haben wollen, müssen sie ihn Ah, ja, haben, stimmt, glaube ich. ja. Weil Microsoft schreibt es ja vor. 20. Mai. Ich bin gespannt, weil Asus hat ja ein paar ganz coole Laptops im Programm jetzt Ja, schon. also muss ich auch sagen, also. Also die Zenbook-Reihe finde ich ziemlich genial. Bei Asus hapert es halt wie bei Lenovo einfach immer an der Software. Ja gut, in dem Fall, wenn es ein Standard-Notebook ist, sollte ja normal nicht viel sein. Hoffentlich. Aber du vergisst, dass da ein Webcam Weil, drin ist, dass da ein Touchpad drinnen ist, dass da sehr viel ja, drin ist, was okay, noch ein man. Windows-Update kaputt sein könnte, und wenn Asus keine aktualisierten Treiber noch liefert, dann kannst du es wegschmeißen. Und das ist bei Asus eben das Problem. Ja, ich meine, Ja, das. nicht. Ja. Weil die Asus Zenbook-Reihe ist, Ja. finde ich, die Schön, ist. schön, schön, schön. Ich hab selber eins gehabt. Ich habe ein UX38 gehabt, kann mich noch sehr daran erinnern. Das war eins der wenigen, das AMD-APU drin gehabt hat. Das war sogar begrenzt gaming-tauglich. Meine Frau hat auch Zenbook, ein Convertible, das eben mit den angesprochenen Softwareproblemen, weil es die Transformation von Windows 10 auf Windows 11 nicht überstanden hat, ohne dass grundlegende Funktionen des Notebooks fortgeführt werden können. Ja. Also es kann jetzt nicht mehr als Convertible verwendet werden, ganz einfach, es kann jetzt nur noch als Notebook verwendet werden. Ja, okay, man, zumindest geht Ja, das noch. das geht noch, aber ist trotzdem blöd. Und Blöde. ansonsten sind's tipptopp-Teil, also preis-leistungsmäßig her und verarbeitungsmäßig hab ich bei den Sandbox eigentlich noch nie was gesehen, wo ich sagen könnte, das ist Blödsinn. Also es baut gute Sachen. Aber wie gesagt, Software ist halt bei denen einfach immer zweitrangig. Das ist, ja. Ja, ich meine, ich bin gespannt, was jetzt, weil es zum Beispiel das Asus ZenBook 13 mit OLED, das ist allein, dass das um den Preis überhaupt kriegst, das ist ja das schon Wahnsinn. Also das sind Preise, wo ich mir denke, wow. Ja, aber das war like ganz kurz das. Okay. Du hast keine Spaßpicks. Also Clemens hat im Moment, muss sein Archiv aufräumen. Der hat anders Spaß. Ich klapp schon wieder zu, Ja. keine Angst. Ich klapp schon wieder zu. Und weg. Ja, wenn jeden Tag 100 E-Mails löschst, bist du in 5 Jahren fertig. Ja, aber in der Zwischenzeit haben sich hier wieder, kommen hier wieder neue E-Mails dazu. Ja, lösch. Ja, ich weiß, prinzipiell müsste man da schon einmal eine Policy überlegen, was ich am besten mache. Aber man weiß ja nie, was für E-Mail irgendwann doch wieder relevant sein könnte. Und eine E-Mail aufzubewahren, ist halt
einfach, weil es braucht nichts. Es ist ja nicht so, dass... Das ist ja genau das Problem, wenn das... das ist ja ungefähr das Gleiche, wenn du Platz hast. Oh ja. Umso mehr Platz du hast, umso mehr Zeug wirst du hinstellen. Ja, ich weiß, ja. Ja, kenne ich. Das ist das gleiche Problem da. Ja. Und deshalb ist am besten, du fängst gar nicht an. Ja, aber man könnte irgendwann kann mal was relevant sein. Das Update der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Amazon von 2014 wird nicht mehr relevant sein, das ist schon klar, aber. Das hast du versammt, die Frist, ja. Gut, so, gehen wir weiter. Also ich habe da relativ skurriles... Oh mein Gott, die Reifen, wenn ich das schon sehe. Es gibt Lego-Modelle, also nicht Lego, Blockbausteinmodelle, die genauso gebaut sind mit so einer Reifen. Oh mein Gott, geil. Ja, das ist ein omnidirektionales Rad. Oh mein Gott. Du kannst, das balanciert sich selber aus. Du kannst das auch als Open Source downloaden, quasi, das Ding. Also du kannst alles, es ist alles auf GitHub. Ja. Und dann kannst du den dieses Gefährt auch selber bauen. Ich finde das schräg. Oh mein Gott. Manche Menschen haben einfach zu viel Zeit. Ist auch gut so. Aber es ist, ist gut so. Es ist irgendwie ein interessantes Gefährt. Interessant trifft's. Ja, interessant trifft's. Ja. Aha, komplett inklusive Cut-Modelle, alles auf... Du kriegst alles, ja. ...auf GitHub. Und Code für die Software wahrscheinlich. Ja. Oh, wow. Manch kriegt das aus Straßenzulassung. Gewiss. Oh Gott. Du hast da noch was ganz Gutes. Ich hab da noch was ganz Gutes. Ja. Ob es ganz gut ist, ich meine, es gibt Nokia oder die Firma, was es halt jetzt besitzt, die Markenrechte bringt halt das 3210 zurück. Als Dumbphone kann halt telefonieren und SMS schreiben. Mhm. Das Display ist viel zu groß, finde ich. Und das Display ist vorne. Weißt du, was das Problem war? Ich schätze, die werden kein Kleiners irgendwo zukaufen haben können. Ja, kann gut sein, ja. Stimmt. Also, weil wer produziert so kleine Displays noch? Ja, im Endeffekt ist wirklich alles, was heutzutage verbaut wird, vergleichsweise großes und meistens sogar Farbdisplay. Gell? Und da wo man nur Schwarz-Weiß-Displays hat, die sind wahrscheinlich so von der Größe her viel zu voluminös. Also weil es einfach so meistens so Mini-Displays sind für irgendeine wo halt hinten auch noch die Pins und alles dran sind. Also das ist etwas, was man auf einem Raspberry Pi oder auf einem Arduino oder whatever aufsteckt, dass es sowas für so Smartphone, also für so Phone in dem Sinne gar nicht mehr gibt. Ja. Also ich vermute, das wird sicher auch Grund gewesen sein. Ja. Für 79 Euro ist das Nokia 3210 erhältlich. Super, oder? Das ist echt weird. Ja, man muss sich mal vorstellen, das war irgendwann einmal das Phone, was du hast besitzen müssen. Ja gut, mit der eigentlichen Optik von damals hat es jetzt eh nichts mehr zu tun, aber es hat 64 Megabyte RAM und 128 Megabyte Speicher, also viel, viel mehr als damals. Ja, und was kann ich damit machen? Nix.
Starte das klassische Spiel und versuche deinen Highscore zu schlagen. Was für ein klassisches Spiel ist da drauf? Snake. Der Akku hält tagelang und muss weniger oft aufgeladen werden. Wow. Aha. Ja, ich verstehe es eh, warum man sowas haben Naja, will. aber was ist wirklich, ich So wüsste wie jetzt du keinen gesagt, so wie Einzel. du gesagt hast, je mehr du Platz hast, desto mehr Müll hast. Und also Smartphone, da hat. Ja gut, okay. Du kannst keine E-Mail speichern drauf. Das wäre ein Vorteil. Ja, bei 128 Megabyte kriege ich schon ein paar tausend E-Mails drunter. Na, das hat kein Programm dafür. Na, aber was du eben davor gesagt hast, also ein Smartphone, wie wir es heutzutage haben, das bietet dir innerhalb von einer Sekunde die kompletten Möglichkeiten der ganzen Welt. Nämlich du hast einen Browser drauf, du kannst alles instant Es ist ein Computer, du hast raussuchen. einen Du hast einen Computer in der Computer in der Hosentasche. Hosentasche, genau. Da in dem Fall hast du zwar auch einen Computer in der Hosentasche, aber der ist so gekürzt, dass du damit nichts machen kannst und du hast noch nichts mehr, was dich ablenkt. Du kannst genauso gut dein Smartphone in Nicht-Stören-Modus schalten oder dein Flugzeugmodus einschalten oder was auch immer oder ein Focus-Mode oder wie das ganze Zeug heißt. Aber du hast immer die Möglichkeit, einfach nur mit zwei Wisch, mit zwei Tabs wieder zurückzukommen in deine Welt, die voller Rauschen ist und die mit Informationen voll bombardiert. Bei dem hast du die Möglichkeit nicht. Also ich kann mir das Style an sich ganz gut vorstellen. Einfach Smartphone daheim lassen und das mitnehmen. Ja, dann hast du deine Apple Watch mit. Ne, mit der kann ich nichts tun ohne Handy. Ah, du hast gar. Ach so, ihr macht durch die andere, okay. Na, ich habe kein eSIM drin. Also, die hat Okay. kein eSIM. Also, würde ich ja nicht verstehen, warum. Ja, okay, na, noch ein. Ja, aber na, da denke ich mal, das ist ja wieder eine Kiste, die umliegt. Weil tun kann ich damit halt wirklich nichts. Ja, das geht's ja. Ja, aber ich sag, ich benutze jetzt auch nicht mein Smartphone. Ja, was? Sie benutzt ihr Smartphone? Na, jetzt gerade nicht, weil jetzt nehmen wir Podcast auf. Ja, sicher. Ah, ja. Man, das ist halt das, natürlich, klar ist es, du klar, du kannst es immer, du kannst immer vollen Zugang zu allen Informationen haben. Aber du kannst dir auch mal, sagen wir mal so, du kannst dir selber bewusst dagegen entscheiden. Ja, und das bewusst dagegen entscheiden, das ist eben das Problem, weil die Verlockung zu groß ist. Ja, da muss ich halt auch sagen, nein, jetzt Ja, nicht. das ist eben das Problem. Die Verlockung ist aber zu groß. Und das Nein jetzt nicht, verstehe ich schon, dass das manche nicht schaffen. Ja, eh, aber ich Oder weiß da viele nicht, nicht ob da schaffen. das, ich weiß da nicht, ob da der Kübel das leichter macht. Sieh, aber mit dem kannst du nicht Internet surfen oder Ja, WhatsAppen. eh, aber du steckst ja dann trotzdem dein Smartphone in die Hosentasche. Was? Wieso? Ja, wenn du jetzt, sag mal, du kaufst das Ding, das sagst, okay, ich will kein Smartphone, oder ich will das quasi als, was weiß ich, wenn Ich ich will am. erreichbar sein, aber sonst. Ich will, Ah, du willst dein Smartphone ersetzen. na, mein Smartphone pausieren. Dass du da denkst, das Smartphone lässt jetzt einfach 2, 3 Tage daheim. Du fährst irgendwo hin und hast nur das Teil mit, zum Beispiel. Ja, dann wärst du dein Laptop da und aufklappen. Ja, eben, das ist ja. Da müsstest du deinen Laptop auch daheim lassen. Ja, sicher. Das ist halt die Frage. Ja, und sag mal jetzt, du fährst auf Urlaub und jetzt brauchst du Google Maps. Hast du natürlich da nicht drauf. Ja, eben. Das ist halt das, wo ich mir denke, Brauchst du Google Maps? Ja, sicher. immer, ich hab null Navigation, ich hab null Ja. Orientierungssinn, ich bin ohne Google Maps Ja, aufgeschmissen, ich stirb. ich hab das früher auch geschafft, aber seit Google Maps kann ich das auch nicht mehr, Na, ich habe das vorher nicht kennen, mein Leben war eingeschränkt bis zum geht nimmer. ja. Also du hast quasi die Haustür und die 10 Meter danach hast
noch verstanden, Ja, aber alles darüber hinaus war too in much. Lienz ist das ja noch gegangen, aber in Wien, ich habe nichts gefunden. Ja, ist jetzt kein Witz. Also Ja, es war, nein. ich kann mich noch erinnern, ich habe mir wirklich früher hast auf Wiener Linien, bist du auf die Website gegangen, hast eingetippt, wo du hin musst und dann hast du da die Zettel ausgedruckt. Ja, genau. Ja, oder wenn es kurz war, hast du das vielleicht merken können. Aber ja, ich habe die Zettel ausgedruckt, wie ich wohin fahre. Okay. Es war die Hölle. Jetzt hätte ich gerne eine Bedienungsanleitung für das 3210, weil ich würde gerne wissen, ob da ein Browser drauf ist. Ich glaub's fast nicht. Es gibt bis 3310 gibt es noch. Ja, das haben sie ja. Ist das auch sonst, oder? Okay, PDF. Das hat sogar Software-Updates, schau. Und schon sind wir wieder. Schon ist es wieder eine Katastrophe. Schon ist es wieder eine. Ja, das Software-Update da drauf ist, glaube ich, aber das haltet sich in Grenzen. Bluetooth aktivieren. Kindersperre. Was? Browser. Sollte man halt da tippen können. Internet. Internet und Verbindungen. Surfen im Internet. Oh mein Gott, das hat ja auch Internet. Ja, oh je. Ja, wahrscheinlich sehr rudimentär. Okay. Wahrscheinlich kann man nur Webseiten ansurfen. Die sind ja alle eingestellt, oder? Ich hoffe es einmal, ja. Wenn den noch jemand hat, gratuliere ihm. Kannst du dir an das noch erinnern, an WAP? Ich kann mich an viel Elend erinnern. Und das war eins davon, wobei ich nach wie vor sagen muss, viel schlimmer. Ich meine, das habe ich nie angesurft an den Webseiten. Na, ich woll, ich woll. Woll, ich Also woll da noch. viel Aber schlimmer ich bin ja ein waren bisschen älter einfach, als du. also viel, viel schlimmer waren einfach diese Sachen, diese Tastatur. Du hast keinen Ach Text drauf ja, drücken stimmt, können. das Thema haben wir schon einmal gehabt. Du bist ja motorisch so eingeschränkt. Das kann ja kein Mensch, das ist ja unmöglich. Ich meine, jetzt sagen wir, ich will Alex schreiben. Da muss ich zwar Nein, du drückst zwei. dreimal die Ja. 5, zweimal die 3 und zweimal die 9. Ja. Aber ich meine, da willst du ja nicht schreiben, da willst du das Telefon wegschmeißen. Ja, ey, aber ich glaube, es hat da in die 90er und Anfang 2000er Mädels und Jungs gegeben, die schneller am Handy was schreiben haben können, als auf der Tastatur zu tippen. Es hat Leute gegeben, die haben das in der Hosentasche machen können. Weil man denkt, hey, ich hab's nicht einmal, wenn ich es angeschaut habe, können. Ja, aber du darfst den Fehler aber nicht an der Tastatur suchen, sondern du musst ihn bei dir suchen. Na, das ist einfach, das ist ein Schaß. Das ist von vorn bis hinten ein Dreck gewesen. Und das Problem, ja, wahrscheinlich war das echt das Problem, dass ich da unten habe, das. Ich kann ja, ich habe mir nie gemerkt, wo was drauf ist, natürlich. Weil ich das habe ich, un, das hab ich unnützes Wissen, das habe ich als unnützes Wissen empfunden. Ja, und wahrscheinlich war ich motorisch nicht dazu in der Lage, das umzusetzen. Also, ich habe es irgendwann aufgegeben. Ich habe auch kein Text, ich habe nichts geschrieben, ich habe nie SMS geschrieben. Ja, gut. Also, und das ist wie das D3, D9, D9. D oder was weiß ich. Das war dann das nächste Die drauf, Wortvorhersage. was es noch schlimmer gemacht hat. Ja. T9, So gut, T9 habe jetzt. ich so nie verwendet. Ich habe immer plain getippt, weil die Wortvorhersage eher Arsch war. Ja, das hat es nicht wirklich Na. besser gemacht. Also, es war einfach schlecht. Das stimmt. Es war einfach schlecht, was man so. Okay, jetzt darfst du deine Lesepicks machen. So, ich habe noch zwei Laserpicks auf die Schnelle. Das erste ist kein Laserpick, sondern ein Videopick. Die NASA hat den Fall in ein schwarzes Loch visualisiert. Es ist echt ein interessantes Video, sich das einmal anzuschauen. Wie das
in der Theorie denn sein kann, wenn man in ein schwarzes Loch fällt. Sie haben es ziemlich cool visualisiert, finde ich. Inwieweit das wissenschaftlich akribisch ist, weiß ich nicht. Die NASA ist aber jetzt auch nicht unbedingt die Berufsschule Spital. Also die haben, kennen sich, glaube ich, schon ein bisschen mit Wissenschaft aus. Von dem her wird es nicht so schlecht sein. Auf alle Fälle interessant. In der ersten Minute ist einmal ein Flug eine und danach gibt es noch eine entsprechende Begleittexte, was da denn jetzt in dem Fall gerade passiert und wie das zu werten ist. Vor allem beim Übertritt vom Ereignishorizont, wo man nachher quasi dem schwarzen Loch nicht mehr entkommen kann. Update, also Info dazu, wenn sollte ein Mensch in ein schwarzes Loch fallen und über ein Ereignishorizont kämen, wird er nicht mehr viel sehen. Also das will ich leider mal so sagen. Dann ist vorbei. Also spätestens dort ist vorbei. Also ist das Video jetzt nur begrenzt auf einen Menschen umsetzbar. Und mein zweiter Artikel ist ein Artikel auf golem.de von einem Nutzer, und der Schwachstelle in Ticketverkaufsplattform von der Kölnmesse entdeckt hat. Und Ohlala. Ja, der hat das entdeckt letztes Jahr und hat es der Kölnmesse gemeldet. Aha. Hat dann jetzt keine großartige Information mehr hinterkriegt. Die haben sich eher auf stumm geschalten. Er hat das nachher auch auf X, ehemals Twitter, denen gesagt, dass da halt ein Problem gibt und hat nie eine Rückmeldung erhalten. Ja. Außer dass er im Januar 2024 noch einen Brief von der Staatsanwaltschaft Köln gekriegt hat mit Vorladung, weil gegen ihn der Verdacht auf Computersabotage gestanden ist. In Deutschland hat er ein bisschen einen sehr schwierigen Paragraphen. Das ist der Paragraph 286 oder 270, wie heißt der? 202a Strafgesetzbuch, das ist der Hacker-Paragraph, der es jetzt in dem Sinne auch Menschen erschwert, Sicherheitslücken und Probleme zu melden, weil der quasi so die Leute, die das melden, schon des Datendiebstahls quasi bezichtigt, weil nur weil da jetzt eine offene Lücke ist, heißt es ja noch lange nicht, dass man ja reinschauen soll und Daten, und er hat ja das gemacht, er hat dann das verifiziert, ob er da auch andere Kundendaten abschnorcheln kann, und das ist quasi schon Hacken und damit Straftatbestand. Also wenn man eine Sicherheitslücke findet und verifizieren will, ob dies wirklich eine Sicherheitslücke ist, macht man sich damit in Deutschland schon strafbar. Also im Endeffekt einfach gar nicht melden. Ist einfach der beste Tipp. Einfach gar nicht melden. Und einfach schauen, dass die Leute selber auf die Pappen fallen. Vielleicht. Okay. Ja, also, das ist, und ist er rausgekommen oder ist er verurteilt? Noch ist da, was ich den Artikel habe ich gestern oder vorgestern gelesen. Bla 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 bla. Ich glaube noch dabei gar nichts. Ah, okay. Das ist noch schwebend. Praktisch sowas. Inzwischen wurde, also nein, das war was anderes. Das haben wir, glaube ich, eh vor ein paar Jahren gehabt, Modern Solutions. Da hat auch ein Softwareentwickler eine Schwachstelle gemeldet und da hat es mittlerweile eine Geldstrafe von 5.000 € gekriegt. Ja, da wird in Zukunft dann wirklich keiner was mehr melden. Ja. Das ist ein gutes Anreizsystem. Ja, das ist echt ein gutes. Also bei Golem sagen sie, der richtige Weg wäre, nicht direkt das Unternehmen zu kontaktieren, das die Schwachstelle hat, sondern ist in Landesdatenschutzbeauftragten und das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, also BSI, informieren. Also nicht das Unternehmen, sondern die staatliche Verwaltung, die das
darauf achtet, dass eigentlich alles mit rechten Dingen zugehen sollte. Wird sich die Firma aber auch freuen, weil dann kriegst du ja noch DSGVO, dann kannst du da eine Strafe Ja, einrichten. genau. Also das ist für die Firma in sich eine super Idee. Ja, genau. Also im Grunde könntest du dich eigentlich freuen, wenn es da jemand melden würde. Naja, sicher, sicher. Weil dann eigentlich könntest du dich wirklich freien. Andererseits, du kannst einfach auch einfach dein wahrscheinlich ohnehin eh schon geschissenen Ruf noch weiter ruinieren, indem du einfach die ganzen Leute anzeigst, weil der hat ja theoretisch die Daten abschnorcheln können. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie da die rechtliche Regelung in Österreich ist. Ich glaube, der ist noch bei weitem nicht so streng wie in Deutschland. Ich bin einmal auf was draufgekommen, ich habe das gemeldet und das ist dann gelöst worden und habe nie mehr was gehört. Ist schon weit über 10 Jahre her, also dürfte eh schon verjährt sein, sollte ich da Daten abgeschnorchelt haben, was ich eh nicht getan habe. Ja, das war ja vor der DSGVO. Ja, ja, sicher. Also das, wobei das, ja, das ist, ich meine, es wird ja sehr, gerade so bei öffentlichen Dingen wird ja die DSGVO gern als Ausrede benutzt mittlerweile. Für alles Mögliche und ja, aber ja, okay, ist spannend. Also, das ist meiner Meinung nach ein relativ sinnloser Paragraph in der Form. Ja. Also, ich würde ja verstehen, dass es geregelt ist, dass man natürlich, wenn man eine Schwachstelle findet, den nicht public macht, das ist klar. Also deswegen macht man also da einen Responsible Disclosure und meldet es dem Unternehmen oder legt es vielleicht öffentlich, aber ohne das eigentliche Ziel zu benennen. Das kann man ja auch machen. Richtig. Also, im Endeffekt ist es fast gescheiter, wenn du die Lücke oder den Fund der Lücke an den Bestbietendsten verkaufst und fertig. Rein vom Ding her, ja, so traurig das klingt, aber das ist ja nicht sein Ansatz gewesen. Nein, das war nicht im Ansatz. Nein, er wollte eigentlich nur behilflich sein. Ja, da sieht man, was man teilweise davon hat. Ja, okay. Ja, hoffen wir, dass das für den Herrn ganz gut ausgeht und das zu keine gröberen Schwierigkeiten für ihn führt. Schauen wir mal. Ja. Gut. Dann sind wir durch, oder? Ja. Yep. Und wie lange hat es gedauert? Lang genug. Wie viel haben wir denn geschafft? Also jetzt Bruttozeit sind wir 2 Stunden 47. Ah, sehr gut. Dann sind wir ja wieder da, wo wir hinwollen. Ja. Drunter wird es nie. Gut. Dann sagen wir vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis auf bald. Bis auf bald, ja. Und tüdelü. Tüdelü. Und da wir eh noch Anfang Mai sind, dürften wir uns im Mai nochmal hören. Das wäre das erste Mal, dass wir einen Monat 3 Folgen haben. Stimmt, ja. Es war jetzt voll ein bisschen glücklich, ja, vielleicht. Schauen wir mal. Ich meine, sagen wir mal so, gehen wir davon aus, es kommt im Mai. Gehen wir davon aus, weil der Clemens ist sich seines Terminplans der nächsten Wochen noch nicht ganz bewusst. Der Clemens muss E-Mails löschen. Das dauert. Ich muss die nämlich auch alle vorher lesen, ob sie wichtig sind oder nicht. Natürlich, das von 2005, da musst du noch viel lesen. Gut, dann verabschieden wir uns und ja, wir hören uns. Und tschüss. Wir hören uns, ciao.